Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Montag hat sich der Überfall der Hamas auf Israel zum ersten Mal gejährt. Die Bilder und Berichte vom 7. Oktober haben sich tief in unser Gedächtnis eingebrannt. Die Pickups mit bewaffneten Männern und wehrlosen Geiseln, der Überfall auf das Supernova-Festival, die Verwüstungen in den Kibbuzim, die menschenverachtende Jagd auf Kinder, ältere Familien, die Folterungen, die Vergewaltigungen von Frauen. Die Hamas-Terroristen ermordeten fast 1.200 Menschen, richteten sie regelrecht hin. 251 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Ein Großteil von ihnen ist bis heute nicht zurückgekehrt. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Verschleppten. Für sie ist am 7. Oktober die Zeit stehen geblieben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen von uns war es wichtig, dass wir an die Geiseln erinnern. Am Montag hing am Westportal zwischen den Säulen ein Banner mit der gelben Solidaritätsschleife. Diese Schleife steht für die Hoffnung, dass die Geiseln endlich nach Hause kommen. Im Übergang zum Paul-Löbe-Haus stellen wir in dieser Woche außerdem Schicksale des 7. Oktober vor, damit die Opfer des Terrors ihr Gesicht und ihre Einzigartigkeit behalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns alle nach dem Terrorangriff an die Seite Israels gestellt, in einem einstimmigen Beschluss. Das war ein starkes Signal der Verbundenheit und Solidarität mit den Menschen in Israel und mit den Jüdinnen und Juden in aller Welt, für die Israel eine sichere Heimstatt ist. Für Israels Sicherheit einzutreten, gehört zur historischen Verantwortung, die uns Deutschen aus der Shoah erwächst. Der 7. Oktober war eine Zäsur für die Menschen in Israel, für die gesamte Region, für die Jüdinnen und Juden in aller Welt. Der 7. Oktober bedeutet auch einen tiefen Einschnitt für das Miteinander hier bei uns. In Deutschland hat sich Antisemitismus hemmungslos Bahn gebrochen. Auf den Straßen, in den sozialen Medien, sogar an Universitäten. In einem neuen Ausmaß, das ich mir nicht hätte vorstellen können. Viele Jüdinnen und Juden zweifeln an einer Zukunft in Deutschland. Das ist niederschmetternd. Unser Land gründet auf dem Versprechen nie wieder. Nie wieder Judenhass in Deutschland. Wir debattieren gleich über den 7. Oktober und seine Folgen. Und ich freue mich, dass auf der Tribüne Platz genommen hat der Botschafter des Staates Israel, Ron Prosor. Herzlich willkommen. Seit dem 7. Oktober herrscht Krieg. Nahezu täglich wird Israel mit Raketen der Hamas aus dem Süden und der Hisbollah aus dem Norden beschossen. Viele 10.000 Israelis mussten ihre Städte und Dörfer verlassen und können nicht in ihre Heimat zurück. Israel hat von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch gemacht und ist direkt nach dem 7. Oktober gegen die Hamas vorgegangen. Und geht seit kurzem auch gegen die Hisbollah im Libanon vor. Die israelische Armee steht dabei
vor einem unerträglichen Dilemma zwischen legitimer Selbstverteidigung auf der einen Seite und dem Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten auf der anderen. Denn die Strategie der Hamas-Terroristen ist perfide. Sie verstecken sich, ihr Kriegsgerät und die Geiseln in Wohnhäuser, in Schulen, in Krankenhäusern. Wir wissen um dieses Dilemma. Zugleich sehen wir mit Bestürzung die Lage in Gaza. Sie ist ohne jeden Zweifel eine humanitäre Katastrophe. Sie muss enden, so schnell wie möglich. Auch im Libanon vergrößert sich die Not täglich. Der iranische Raketenbeschuss auf Israel birgt zudem die Gefahr einer Eskalation in der gesamten Region. Wir dürfen aber nicht vergessen, der Ausgangspunkt für die Not, das Leid und den Krieg in der Region sind die permanenten Angriffe auf Israel. Ja, wir brauchen Schritte zur Deeskalation und wir brauchen eine Perspektive für die Region. Alle Menschen im Nahen Osten brauchen Hoffnung auf ein Nebeneinander ohne Gewalt. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, das Leid aller Seiten anzuerkennen. Das Leid der Geiseln und ihrer Angehörigen, das Leid der Menschen in Israel, die um ihre Sicherheit fürchten, das Leid der Menschen in Gaza und im Libanon. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie nun, sich für eine Schweigeminute zu erheben, zum Gedenken an die vielen unschuldigen Opfer seit dem 7. Oktober. Ich danke Ihnen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Die Sitzung ist kurz unterbrochen. Und das ist ja inzwischen gang und gäbe im Deutschen Bundestag. Und damit auch herzlich willkommen aus der Sprecherkabine im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, das nach Eingangsworten, wie die Bundestagspräsidentin jetzt eben gesprochen hat, zur Lage im Nahen Osten, insbesondere zur Lage Israels und dem Gazastreifen, aber auch den Libanon hat sie erwähnt, dass nach solchen Eingangsworten eine kurze Unterbrechung stattfindet, obwohl man heute natürlich die Debatte, die sich hier anschließen wird, auch sofort anschließen könnte, denn es geht in einer vereinbarten Debatte um den 7. Oktober des Jahres 2023 und die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, also hier löse es sich nahtlos an. Ansonsten kommen hier ja schon mal nach Gedenkworten Tagesordnungspunkte, die nicht ganz so zu dem passen, wozu sich die Bundestagspräsidentin geäußert hat. Aber jetzt geht es ja auch weiter nach einer kurzen besinnlichen Minute noch einmal. Und wir können einen Blick auf die Rednerliste werfen, die uns bislang schon vorliegt. Lamia Kador wird gleich die erste Rednerin sein nach dieser Liste. Wir haben sie eben ja auch im Interview gehabt bei uns gemeinsam mit Armin Laschet. Und danach wird Friedrich Merz das Wort ergreifen, Vorsitzende der Unionsfraktion. Und ja, die weiteren folgen dann. Die Bundestagspräsidentin. Aktuelle Stunde mit dem Titel Drohender Finanzkollaps der Pflegeversicherung statt. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 7, vereinbarte Debatte zu dem Thema 7. Oktober, ein Jahr nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich eröffne nun die Aussprache und zuerst hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Lamia Kador. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Botschafter Prosor, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel
hört das Grauen nicht mehr auf. Am 7. Oktober ist mittlerweile, der 7. Oktober ist mittlerweile 368 Tage andauernder Albtraum für die Opfer dieses Massakers. An Männern, Kindern, vor allem auch an Frauen. Für die Geiseln und ihre Angehörigen. Für die Binnenflüchtlinge, eigentlich für alle Jüdinnen und Juden. Für alle Israelis sowie alle Freundinnen und Freunde dieses Staates weltweit. Darüber hinaus steht der 7. Oktober für das Leid und das Elend in Gaza, der Westbank und im Libanon. Für den Tod von mehr als 40.000 Menschen. Ausgelöst hat diese weitere Menschheitstragödie, und da müssen wir ganz klar sein, niemand anderes als die islamistischen Extremisten der Hamas, der Hezbollah, der Houthis und des iranischen Regimes. Sie waren es, die Israel diesen Krieg aufgezwungen haben. Noch heute könnten sie die Waffen strecken und das Grauen beenden. Nichts rechtfertigt. Nichts rechtfertigt den 7. Oktober mit seinen grausamsten Verbrechen. Nichts, auch kein historischer Kontext, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute ein Geschenk von meiner Reise im Mai nach Israel und der Westbank mitgebracht. Es ist diese Kette. Auf ihr steht Bring Omri Home. Es ist der Name eines Sohnes, den Vater lernte ich kennen, Dani Miran. Dani Miran schenkte mir diese Kette, um dann gemeinsam mit ihm für seinen Sohn kurz zu beten, was wir dann auch taten. Wie es danach allerdings weiterging, und das ist sehr bemerkenswert, möchte ich Ihnen gleich erzählen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten als Politiker nicht unsere Menschlichkeit verlieren. Das Schicksal der einen ist unzertrennlich mit dem Schicksal der anderen verbunden. Wir sollten das Leid auf beiden Seiten sehen. Und deshalb kann der einzig vernünftige politische Ansatz nur der sein, Eskalationen, weitere Eskalationen zu verhindern. Deutschland hat im Sinne seiner Staatsräson die Pflicht, das Fortbestehen des einzigen jüdischen Staates zu gewährleisten. Dieses Schutzversprechen kann jedoch nicht bedingungslos für eine teils rechtsextremistische Regierung mit radikalen Plänen gelten. Mit großer Selbstverständlichkeit muss gleichzeitig gesagt werden, dass eine Zukunft im Frieden mit den Vernichtungsfantasien von Hamas, Hezbollah und dem iranischen Regime und dem Iran unvereinbar ist. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin der Außenministerin Annalena Baerbock sehr dankbar für ihren starken Einsatz. Ihre zahlreichen diplomatischen Vorstöße und ihre klaren Linien dabei. Ein Frieden in der Ost ist nur dann möglich, wenn wir ein Bündnis mit den arabischen Nachbarn wie Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten schaffen, die sich ebenfalls mit an den Tisch setzen. Das ist ihr bereits gelungen. Und sie engagiert sich wie kein anderer europäischer Politiker bzw. Politikerin nachhaltig für die Freilassung der Geiseln und einen Waffenstillstand für humanitäre Hilfe und für Deeskalation. So, nun bin ich Ihnen das Ende dieser Begegnung mit Dani Miran schuldig. Nach dem Gebet stellten wir uns für ein gemeinsames Foto auf. Plötzlich fragte er nach meinen Händen. Sie seien kräftig, meinte er, so wurde mir übersetzt, er sprach Ivrit. Ich sagte lächelnd, ich hätte sie wohl von meinem Vater, der einer Olivenbauerfamilie aus Syrien entstammte. Nach der Übersetzung schaute er mich beinahe begeistert an und fragte, Dehi Arabi, sprechen Sie Arabisch? Ich bejahte und er führte im besten Arabisch aus, ich musste als Jude aus dem Irak fliehen und bin nach Israel, meinem Zufluchtsort, gekommen. Weißt du, wir waren einst ja gute Nachbarn. Inshallah, so spricht er weiter, werden wir es bald wieder sein. Ich wünschte mir, sehr viel mehr Menschen hätten diese übermenschliche Größe wie Dani Miran. Vielen Dank. Lamia Kadua hat die Debatte eröffnet zum Jahrestag des terroristischen Überfalls auf Israel und sie hat es auch mit persönlichen Anmerkungen und persönlichen Eindrücken getan. Der nächste Redner jetzt, der Vorsitzende der Unionsfraktion, Friedrich Merz. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenige Tage nach dem 7. Oktober
des letzten Jahres haben wir hier im Deutschen Bundestag in großer Einmütigkeit die abscheulichen terroristischen Gräueltaten der Hamas in Israel verurteilt und die deutsche Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israels noch einmal bekräftigt. An dieser Einschätzung, an unserer damals und seither auch immer wieder bekundeten Solidarität mit Israel, darf sich auch heute, ein Jahr später, nichts ändern, meine Damen und Herren. Immer noch befinden sich über 100 Geiseln, darunter viele Frauen, in den Tunneln der Hamas im Gazastreifen. Beinahe täglich läuten die Sirenen in fast allen Teilen Israels und Menschen fliehen in die Schutzbunker. Immer noch werden Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Und täglich beschießt die Hisbollah nun schon seit Monaten den Norden Israels mit Raketen. Über 60.000 Bewohner des Nordens Israels leben seit einem guten Jahr in Hotels und provisorischen Unterkünften weiter im Süden des Landes, weil der islamistische Terror sie in ihren Heimatstädten und Dörfern täglich bedroht. Ja, es sterben viele unschuldige Menschen auch in Gaza und seit einigen Wochen auch im Libanon. Aber in Israel gibt es keine versteckten Waffendepots unter Krankenhäusern. Und in Israel gibt es keine Raketenabschussvorrichtungen neben Altenheimen und Kindergärten. Die Terroristen der Hamas und der Hisbollah missbrauchen unschuldige Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, als menschliche Schutzschilde für ihre grauenhaften Taten. Und das Hauptquartier der Führung der Hisbollah-Terroristen lag unter einem dicht besiedelten Wohngebiet mitten in Beirut. Ich will es deswegen hier sehr klar sagen. Der Tod der engsten Führungsmannschaft der Hisbollah um Hassan Nasrallah ist ein großer Sicherheitsgewinn für Israel. Und er gibt zugleich allen Verantwortlichen in der Region und darüber hinaus das klare Signal, dass Israel und seine Armee entschlossen und in der Lage sind, das Land wirksam zu verteidigen. Wir begrüßen diese Fähigkeiten des Staates Israel. Wir richten aber auch die dringende Bitte an die Regierung in Jerusalem, mehr zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza und im Süden des Libanon zu schützen. Israel hat ein berechtigtes Sicherheitsinteresse. Israel hat aber auch eine humanitäre Verantwortung gegenüber den vielen unschuldigen Menschen in seiner Nachbarschaft, die von diesem schrecklichen Krieg ebenfalls betroffen sind. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere heutige Debatte gibt nicht nur Gelegenheit zur Rückschau auf das Jahr nach dem 7. Oktober 2023. Wir sollten auch eine erste Bilanz ziehen, wie es angesichts dieses Krieges im Nahen Osten um die Frage bestellt ist, ob denn Jüdinnen und Juden in unserem Land frei und unbeschwert leben können. Seit dem 7. Oktober 2023 registrierte die Polizei in Deutschland mehr als 8.500 antisemitische Straftaten, allein in diesem Jahr eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aber es sind nicht nur die bloßen Zahlen einer Polizeistatistik, sondern es sind die persönlichen Geschichten, die uns die ganze Dramatik der Lage in unserem Land vor Augen führen. Alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland, ausnahmslos alle, Schulen, Synagogen, jüdische Gemeindehäuser, die Arbeitsplätze und die privaten Wohnhäuser und Wohnungen von Repräsentanten des jüdischen Lebens in Deutschland und die Repräsentanten selbst
stehen in Deutschland seit dem letzten Jahr mehr denn je rund um die Uhr unter Polizeischutz. Und ein interkonfessioneller Gottesdienst am Montag dieser Woche zum Gedenken an die Terroranschläge konnte nur stattfinden unter einem Großaufgebot an Polizei und mit weiträumigen Straßenabsperrungen rund um die Gedächtniskirche mitten hier in Berlin. Meine Damen und Herren, damit dürfen wir uns nicht abfinden. In einer wachsenden Anzahl von Städten in unserem Land gibt es faktisch No-Go-Areas für Jüdinnen und Juden. Wer mit einer Kippa durch die Turmstraße in Berlin-Moabit läuft, der begibt sich in ernsthafte Gefahr für Leib und Leben. Und der Raum für jüdisches Leben in unserem Land wird enger. An den Universitäten, auf den Straßen, im gesamten öffentlichen Raum. Universitäten dulden über Tage und Wochen gewaltsame Besetzungen von palästinensischen Aktivisten und berufen sich dabei gegenüber dem Staat auf Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit. Die Freiheit der Kunst muss herhalten, um offenen und verdeckten Antisemitismus in Kunst und Kultur zu rechtfertigen. Meine Damen und Herren, auch das dürfen wir nicht hinnehmen. Jüdinnen und Juden sind Staatsbürger unseres Landes. Es ist genauso ihr Land, wie es das Land ist von katholischen und evangelischen Christen, von Muslimen und solchen, die keiner Religion angehören. Alle unsere Bürger, ausnahmslos alle, haben Anspruch auf die Durchsetzung des Schutzversprechens unseres Staates. Und zwar ohne Kompromisse gegen den Rassismus von ganz rechts und ohne Kompromisse gegen die ideologische Verblendung von ganz links. Meine Damen und Herren, Antisemitismus ist kein rechtsradikales Phänomen allein. Der Antisemitismus in Deutschland wird zunehmend bestimmt auch vom Denken einer globalen Linken auf der einen Seite und einer in ihren Herkunftsstaaten antisemitisch ausgerichteten Gesellschaft auf der anderen Seite. Und lassen Sie mich es deshalb bei dieser Gelegenheit heute Morgen einmal sagen und noch einmal sagen, ein wesentlicher Beitrag zur Begrenzung des Antisemitismus in Deutschland ist und bleibt deshalb der Stopp der ungehinderten, massenhaften Zuwanderung, vor allem von nicht schutzbedürftigen jungen Männern aus dem arabischen Raum. Meine Damen und Herren, denn in deren Herkunftsländern, ich kann das verstehen, dass es an dieser Stelle bei Ihnen ziemlich große Unruhe gibt. Das kann ich gut verstehen. Aber meine Damen und Herren, in diesen Herkunftsländern ist nicht der Schutz Israels, sondern die Vernichtung Israels Teil der politischen Sozialisation. Ich will an dieser Stelle noch einmal das wiederholen, was ich vor gut einem Jahr in meiner Rede von dieser Stelle ausgesagt habe. Unsere Solidarität darf keine Risse bekommen, wenn Israel das Notwendige tut, um seine Sicherheit wiederherzustellen. Meine Damen und Herren, doch diese Risse in der Solidarität gibt es mittlerweile und sie werden zahlreicher. Diese Risse entstehen durch politische Unklarheit, durch Enthaltungen etwa bei den Vereinten Nationen und die schlichte Verweigerung von Entscheidungen. Und lassen Sie mich dazu ein sehr konkretes Beispiel nennen. Seit Wochen und Monaten verweigert die Bundesregierung die Exportgenehmigung, zum Beispiel von Munition und sogar für die Lieferung von Ersatzteilen für Panzer nach Israel, diese Exportgenehmigung zu erteilen. Herr Bundeskanzler, wir wissen von einer ganzen Reihe von sehr konkreten Fällen, in denen die Bundesregierung notwendige Zustimmung
für die Lieferung von Gerät und Material nach Israel verweigert. Gerät und Ausrüstung, das Israel zur Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung jetzt dringend braucht. Ich will Sie deshalb einmal sehr ernsthaft fragen, was sind Ihre Solidaritätsbekundungen für den Staat Israel und die Menschen in Israel eigentlich wert? Wie müssen Ihre beständigen Beteuerungen der Sicherheit des Staates Israel als Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland in den Ohren der Menschen in Israel klingen, wenn Sie dem Land zugleich wesentliche Teile der Hilfe in einer so prekären Situation verweigern? Nun fragen sich viele Menschen in unserem Land und auch wir uns alle, soll denn dieser Konflikt und immer wieder dieser Krieg in Israel und um Israel herum, soll das eigentlich immer so weitergehen? Gibt es denn gar keine Hoffnung auf Frieden im Nahen und Mittleren Osten? Nun, meine Damen und Herren, ein solches Zeichen der Hoffnung gibt es. Ehud Olmert, der frühere israelische Ministerpräsident, und Nasser al-Kutwa, der frühere palästinensische Außenminister, sie beide haben zusammen vor einigen Tagen in einem gemeinsamen Beitrag, der zeitgleich in mehreren Ländern in großen Tageszeitungen erschienen ist, einen Vorschlag unterbreitet, der, so schreiben sie, unsere tägliche Realität in Frage stellt und das Potenzial hat, unsere Nationen, unsere Region, ja die Welt zu verändern. Sie schlagen verständlicherweise eine Zwei-Staaten-Lösung vor, dazu einen kleineren Gebietsaustausch zwischen Israel und dem zukünftigen Staat Palästina, um das Problem mit den bestehenden israelischen Siedlungen in den umstrittenen Gebieten zu lösen. Vor allem aber wollen sie die Verwaltung der Altstadt von Jerusalem unter die Verwaltung von 5 Staaten, darunter Israel und Palästina, stellen. Dieser Vorschlag stößt natürlich auf ebenso große Zustimmung wie Ablehnung in Israel und darüber hinaus. Aber meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Beitrag aus der Region selbst heraus, diesen Beitrag sollten wir doch aufnehmen und unsere deutsche Unterstützung anbieten, jedenfalls soweit dies von Israel aus gewünscht wird. Denn auch das sollte doch Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf Israel sein. Neben der politischen und militärischen Unterstützung alles zu tun, was einen Friedensprozess ermöglicht, auch wenn mitten in den dunkelsten Tagen und Wochen für das Land und für die Menschen in der gesamten Region ein Frieden heute in scheinbar aussichtsloser Ferne zu liegen scheint. Herzlichen Dank. Friedrich Merz, der Vorsitzende der Unionsfraktion, betont die Solidarität mit Israel, verweist auf das Selbstverteidigungsrecht Israels, appelliert aber auch an Israel bezüglich dessen humanitärer Verantwortung gegenüber den Menschen im Gazastreifen beispielsweise, hat dann aber einigen Unmut hier ausgelöst mit seinen Anmerkungen zu, Zitat, ungehinderten massenhaften Zuwanderungen aus dem arabischsprachigen Raum, die aus seiner Sicht mit dafür verantwortlich sind für antisemitische Vorfälle und Übergriffe auch bei uns. Die nächste Rednerin ist Gabriela Heinrich, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir reden heute darüber, dass es ein Jahr her ist, dieser barbarische Terrorüberfall der Hamas auf Israel. Dabei wurden 1200 Menschen brutal ermordet. Und es wurden viele vergewaltigt, gefoltert, verletzt und verschleppt. Es liegt seitdem ein schweres Trauma über Israel, dem sich in dem Land niemand entziehen kann. Mir ist es unerklärlich, wie man kein Mitgefühl haben kann mit den Angehörigen der Opfer und der Geiseln, sowie mit den Zehntausenden Israelis, die wegen anhaltenden Raketenbeschusses nicht in ihre Häuser zurückkehren können. Mir ist es aber auch nicht erklärlich, wenn wir heute daraus eine innenpolitische Debatte machen.
einem Jahr gibt es Krieg im Nahen Osten. Israel wird nach wie vor mit Raketen beschossen aus dem Libanon, aus Gaza, aus dem Jemen und aus Iran. Lange wurde vor dieser Eskalation gewarnt. Jetzt ist sie da. Das ist nicht mehr nur irgendein Geplänkel, wenn Iran auf den jüdischen Staat Raketen abfeuert und mit einer Reaktion rechnen muss. Seit einem Jahr wird die Lage nicht einfacher, sondern jeden Tag komplizierter. Es gibt Widersprüche und Ziele, die nicht oder kaum miteinander vereinbar sind. Die israelische Regierung hatte das Kriegsziel ausgegeben, die Hamas vollständig zu zerstören. Die Menschen in Israel gehen zu Hunderttausenden auf die Straße und verlangen als oberste Priorität die Befreiung der Geiseln. Sie hoffen weiterhin auf einen Deal, auf ein Abkommen, das die letzten 100 Geiseln nach Hause bringt. Die Pläne dazu gab und gibt es. Und damit immer wieder die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung. Voraussetzung dafür ist, dass der Beschuss auf allen Seiten mit einem Waffenstillstand endet. Und handeln Hamas und Hisbollah nicht zynisch? Sie geben vor, für die Sache der Palästinenser zu kämpfen, missbrauchen aber die Menschen als menschliche Schutzschilde. Die Folge? Unermessliches Leid, tote und unterernährte Kinder, Fluchtbewegungen, Terror. Beide Organisationen wollen Israel vernichten als Proxys von Iran. Seit einem Jahr verteidigt sich Israel, muss sich verteidigen und hat alles Recht dazu. Gerade wir als Freunde Israels sind gezwungen, uns permanent Fragen zu stellen. Wir sagen, Israel muss sich verteidigen, aber mit verhältnismäßigen Mitteln, unter Einhaltung des Völkerrechts und bei humanitärer Versorgung der Zivilbevölkerung. Aber was ist verhältnismäßig, wenn die Tunnel unter Schulen und Krankenhäusern zu finden sind? Wenn sich Hamas-Kämpfer um die Zivilbevölkerung mischen und sich immer wieder neu formieren? Wenn der Beschuss aus Gaza weiterhin möglich ist? Und trotzdem, die Bilder aus Gaza zeigen die Zerstörung, den unendlichen Schmerz der Familien, der Toten und Verschütteten, die Kinder mit abgetrennten Gliedmaßen. Ist es möglich, hiervon nicht berührt zu sein? Kann man wirklich verlangen, dass Deutschland die humanitäre Hilfe und Unterstützung für den Gazastreifen einstellen soll? Braucht es nicht endlich eine Idee, wie es mit dem Gazastreifen weitergehen kann, auch auf Seiten Israels? Vor einem Jahr wurden die Menschen in Israel nahe des Gazastreifens überfallen, mit einer ungeheuren Wucht. Ich habe mir die Aufnahmen angeschaut, die die Terroristen von ihrem Massaker selbst gefilmt haben. Diese Bilder waren zu grausam für die Tagesschau. Bei vielen in Deutschland und in Europa hat Israel letztlich die Deutungshoheit über den Konflikt verloren. An deutschen Universitäten und in Neuköllner Straßen gibt es Blockaden und Demonstrationen mit antisemitischen Transparenten. In der U-Bahn tragen junge Menschen Free Palestine-Stofftaschen mit einer Art Landkarte darauf. Die Umrisse zeigen keine Staatsgrenze Israels mehr. Wir sind erschrocken über die nie dagewesenen Zahlen antisemitischer Straftaten. Jüdinnen und Juden in Deutschland leben wieder in Angst. Und sie fragen sich, ob dies noch ihr Land ist. Und ich halte dies für unerträglich. Und wir müssen alles tun, damit sie sich diese Frage nicht stellen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute hat die Weltgemeinschaft große Sorgen, dass sich der Krieg im Nahen Osten noch weiter ausweitet. Fakt ist, das Leid ist so unermesslich, dass es jetzt gestoppt werden muss. Auch wenn es die kriegerischen Parteien im Moment nicht wahrhaben wollen, nach diesem Krieg kann nur eine Zwei-Staaten-Lösung einen nachhaltigen Frieden bringen. Das mag in weiter Ferne liegen, ist aber deshalb nicht naiv. Die Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Chance für Israel und für die Palästinenser und Palästinenserinnen. Wer sich für den Staat Israel einsetzt, wer ihn unterstützt und wer möchte, dass die Menschen im Nahen Osten langfristig in Frieden miteinander leben können, der weiß, diese Lösung
ist kein Widerspruch. Sie ist die einzige Lösung. Vielen Dank. Mit einem Appell zum Schluss für eine Zwei-Staaten-Lösung und für den Einsatz für den Frieden. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe Gabriele Heinrich war das. Bernd Baumann von der AfD ist nun am Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer diese Fernsehbilder gesehen hat, der trauernden Mütter und Väter, der ist überwältigt von all dem Leid, von den Tränen der Angehörigen, von dem Schreien der Mütter vor Schmerz. Jetzt am Jahrestag des Überfalls islamistischer Terroristen, auch wegen der über 100 Frauen, Kinder und Männer, die immer noch als Geiseln in Todesangst dahin vegetieren. Als Geiseln von Islamisten und Mördern, die wir verabscheuen, die Israel auslöschen wollen, die alle Juden ins Meer treiben wollen. Denen halten wir entgegen. Wir stehen zum Existenzrecht Israels, zum Lebensrecht des jüdischen Volkes, meine Damen und Herren. Was mich beim Jahrestag des Hamas-Überfalls besonders beeindruckte, waren Stimmen wie die einer israelischen Frau. In all ihrem Schmerz sagte sie, wir müssen auch um alle palästinensischen Kinder weinen, die jetzt sterben müssen. Meine Damen und Herren, das ist menschliche Größe, vor der ich mich verneige. Und eine Grundeinstellung, die einzige Grundeinstellung, die zu einem wahren Frieden führen kann. Doch der Jahrestag des Hamas-Terrors führt nur etwas ganz anderes vor Augen. Am Montag tobten sich Antisemitismus und Judenhass hier in Deutschland aus. Offen und brutal. Brennende Autoreifen, Steine auf Polizisten, explodierende Feuerwerksgeschosse, Nebelschwaden über unseren Städten, Berlin, Neukölln, Kreuzberg, Essen, Frankfurt und vielen anderen. Und die Forderung, alle Juden zu töten, Israel auszulöschen. Die Lage in Deutschland eskaliert. Straftaten gegen Juden haben sich verdoppelt. Zu 90% muslimisch, religiös motiviert, wie die Statistiken sagen. Jüdische Kindergärten, Schulen, Synagogen, sie müssen geschützt werden, mittlerweile wie Hochsicherheitstrakte. An Universitäten werden jüdische Professoren und Studenten von radikalen Muslimen bedrängt und einem linksextremistischen Mob, der sich mit ihnen verbündet. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnten sich Hunderttausende Israel- und Judenhasser hier mitten in unserer deutschen Heimat einnisten und ihr Unwesen treiben? Das kann ich Ihnen sagen. Das war die deutsche Migrationspolitik, vor allem in den 16 Jahren der Unionsregierung. Sie tragen Schuld und Verantwortung. Das sind Ihre Judenhasser, hunderttausendfach. Aber wer ist denn die Union? Wer ist denn die Union hier im Bundestag? Welche Personen waren das denn? Das waren Sie, Herr Spahn, Herr Linnemann, Herr Frey und drei Viertel der heute noch hier sitzenden Unionsfraktion. Sie alle tragen persönlich Verantwortung und Schuld für diese schrecklichen Zustände in unserem Land. Bekennen Sie sich endlich dazu. Und noch etwas anderes ist wichtig. Die Hamas-Terroristen hatten am Tag des Überfalls auf Israel noch eine andere, abgründig frauenfeindliche Seite gezeigt. Bilder von jüdischen Frauen und Mädchen, nackt ausgezogen, geschlagen, erniedrigt, blutend über das Straßenpflaster gezerrt, immer wieder vergewaltigt. Diese entsetzlichen Szenen filmten die Täter und stellten sie als Videos und als Trophäe ins Internet. Und hier bei uns zu Hause, das ist das Entscheidende, bejubelten Zehntausende muslimische Männer dieses Vorgehen. Sie feierten diese schmutzigen Videos auf unseren Straßen. Wie ekelerregend mit einer AfD-Regierung in diesem Land wäre so etwas niemals passiert. Etliche Migranten, auch aus muslimischen Ländern, schaffen es ja, sich zu integrieren. Aber allzu viele leben hier Hintergrundmuster fremder Kulturen aus, mit ganz anderen Frauen- und Männerbildern, allzu hoher Gewaltbereitschaft, alltäglichen sexuellen Belästigungen in Bussen, Bahnen, Schulen, in Freibädern, Volksfesten, überall, weit über 50.000 Vergewaltigungen hierzulande durch muslimische Flüchtlinge und überall die Angst unserer Frawen und Mädchen. Selbst Cem Özdemir, grüner Minister der Ampelregierung, gibt jetzt erstmals zu, wie sehr seine
eigene Tochter von migrantischen Männern sexuell attackiert und bedrängt wird. Solche andauernden sexuellen Übergriffe haben SPD und Grüne aus ideologischen Gründen jahrzehntelang geleugnet. Das haben die Bürger nun endgültig satt. Sie haben SPD und Grüne bestraft, in Wahlen geradezu dezimiert und die Grünen Realitätsverweigerer gleich ganz aus den Parlamenten geschmissen. Und das ist wohl auch der einzige Grund für ihren plötzlichen Sinneswandel, Herr Özdemir. Die Wähler haben die AfD stark gemacht, weil das der einzige Weg ist, der das Leben für Frauen in Deutschland wieder sicherer macht. Und das ist auch der einzige Weg, der dafür sorgt, dass man als Jude in Deutschland wieder sicher leben kann. Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, war das, der mit direkten Angriffen auf die Unionspolitiker diese Debatte gefüllt hat und sich aber auch zu Israel und gegen Antisemitismus bekannt hat. Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP, steht jetzt am Rednerpult. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Botschafter, lieber Ran Prosor, ein Jahr nach dem bestialischen Terrorangriff fällt es uns allen immer noch schwer, Worte für das Leid zu finden, das dem jüdischen Volk widerfahren ist. Mit dem 7. Oktober jährt sich zum ersten Mal der Tag, der seit der Shoah für die meisten jüdischen Todesopfer steht. Über 1200 Menschen fehlen seitdem jeden Tag. Sie fehlen ihren Angehörigen und ihre Angehörigen werden sie nie wiedersehen. Immer noch werden mehr als 100 Menschen als Geiseln in Gaza festgehalten und von den Terroristen auf das Feigste als Druckmittel missbraucht. Wir werden sie nicht vergessen und wir fühlen mit den Angehörigen nicht nur am Jahrestag des 7. Oktober, sondern an jedem einzelnen Tag des Jahres. Seit einem Jahr verteidigt sich der Staat Israel mit vollem Recht gegen Hamas, Hisbollah und den Iran, der die eigentliche Ursache für die Gewalt im Nahen Osten ist. Ihr Motiv ist Judenhass. Ihr Ziel ist es, alles jüdische Leben auszulöschen. Sie haben das seit vielen Jahren gesagt, am 7. Oktober auf bestialische Weise die Worte in Taten umgesetzt. Israels Motiv ist das Überleben seiner Menschen und die eigene Existenz als souveräner Staat. Wir stehen geschlossen an der Seite des israelischen Volkes. Das ist der Satz, meine Damen und Herren, den man jetzt hier sagen muss. Stehen wir geschlossen an der Seite des israelischen Volkes? Recht auf Selbstverteidigung. Es wird in diesen Tagen viel zitiert. Verteidigung bedeutet, Terrorstrukturen zu zerschlagen und den Feind zu schwächen, dass sich Angriffe wie der vom 7. Oktober niemals wiederholen. Israel verteidigt sich gegen Gewalt und Terror. Wir dürfen nicht aufhören, das zu betonen und wiederholen, meine Damen und Herren. Israel tut es, wie jeder andere souveräne Staat es tun müsste und tun sollte, meine Damen und Herren. Denn auch das betonen wir zusammen mit einem anderen Konflikt in Europa und Krieg immer wieder seit Februar 2022. Es sind auch unsere Werte, unsere freie Art zu leben, die Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten verteidigt. Man kann nicht von Solidarität und Staatsräson sprechen, um dann im nächsten Atemzug Israels Vorgehen andauernd zu maßregeln. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen. Jeder, der das tut, sollte sich fragen, ob er Deutschlands besonderer Verantwortung gerecht wird. Vergessen wir eines nicht. Es sind nicht israelische Streitkräfte, die sich unter Wohnhäusern, in Schulen und Kindergärten verschanzen. Es sind nicht israelische Soldaten, die friedlich feiernde Menschen auf Musikfestivals überfallen, blind morden aus Hass auf Freiheit und Demokratie. Im Gegenteil, Israel versucht bei allen seinen Operationen, zivile Opfer so weit wie möglich zu verteidigen. Ich will es in aller Klarheit sagen, ohne das Handeln, ohne die Fähigkeit der IDF, der israelischen Armee in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wäre der Staat Israel schon x-mal ausradiert worden. Wir danken den Soldatinnen und Soldaten des Staates Israel.
Ich habe die eine Aussage vorhin mit einem Fragezeichen versehen. Die Aussagen und die Frage von Täter, Opferumkehr von der Seite des Hauses kennen wir. Wenn jetzt aber die Vorsitzende eines Bündnisses, die ihren eigenen Namen trägt, gestern im deutschen Fernsehen sagt, Israels Antwort auf den Terror der Hamas, die Antwort der israelischen Armee, das sei Terror. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen. Diese andauernde Täter-Opfer-Umkehr werden wir nicht zulassen. Und ich sage, mit einem solchen Bündnis, mit einem solchen Bündnis ist kein Staat zu machen, meine Damen und Herren, weder hier noch an anderer Stelle, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Es müssen uns jetzt drei Dinge leiten. Erstens, bei allem, was wir tun, muss uns klar sein, wer und was der Kern der andauernden Gewalt seit Jahrzehnten im Nahen Osten ist. Es ist das iranische Mullah-Regime. Das ist die Ursache, seine Drahtzieher, die Gewalt der Hisbollah, der Hamas gegen den Staat Israel und seine Bürger. Deshalb müssen wir eben auch den Iran stärker in den Blick nehmen, auch in der Frage von Sanktionen. Auch das ist die geopolitische Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland. Zweitens, wir müssen weiterhin darüber sprechen, wie wir Israel weiterhin unterstützen, meine Damen und Herren. Und drittens, wir müssen feststellen, dass die Zahl, es wurde von Vorrednern gesagt, die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland erschreckend gestiegen ist. Jüdinnen und Juden fühlen sich nicht sicher auf deutschen Straßen. Das dürfen wir nicht tolerieren. Wir müssen dagegen vorgehen. Ich sage es an aller Deutlichkeit, wer in Deutschland gegen jüdisches Leben auf die Straße geht, der hat in diesem Land nichts zu suchen, denn er teilt unsere Werte nicht, meine Damen und Herren. Er teilt unsere Werte nicht. Es ist daher unsere Verpflichtung, auch als Mitglieder des Deutschen Bundestags, unsere tägliche Verpflichtung, alles dafür zu tun, jüdisches Leben zu schützen. Es ist unsere tägliche Verpflichtung, das Selbstverteidigungsrecht des jüdischen Staates, des Staates Israels, ohne Wenn und Aber zu unterstützen. Ich danke Ihnen. Der Fraktionsvorsitzende der liberalen Bundestagsfraktion, Christian Dürr, war das mit einem klaren Bekenntnis zum Selbstverteidigungsrecht Israels und der deutschen Pflicht, Israel weiter zu unterstützen. Und er forderte das auch vehement ein. Alexander Dröbrindt, CDU-CSU-Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Wenige Wochen nach dem 7. Oktober und dem barbarischen Terror der Hamas bin ich nach Israel gefahren. Zusammen mit einem jungen Juden bin ich in das überfallene Kibbuz Be'eri in der unmittelbaren Nähe des Gazastreifens gegangen. Der junge Mann ist Alon Gad. Viele von Ihnen haben ihn inzwischen kennengelernt. Und es war seine erste Rückkehr in seinen Heimatort, in sein Haus, seine erste Rückkehr an einen Ort, an dem er friedlich lebte und an dem er jetzt einen Teil seiner Familie an den Terror verloren hat. Ein Ort des friedlichen Zusammenlebens, an dem jetzt blanke Zerstörung herrscht. Seine Frau Jaden konnte aus der Geiselhaft befreit werden. Seine Schwester Kamel wurde vor wenigen Wochen in der Geiselhaft ermordet. Und ich bin tief bewegt von der Stärke dieses jungen Mannes, Alon Gad, wie er weiter dafür kämpft, dass die 101 Geiseln, die heute noch in den Händen der Hamas sind, freikommen. Ich spreche über dieses Erlebnis, weil zwischen den Trümmern einer vom Terror zerstörten Familie stehend, einer vom Terror zerstörten Region gehend, ist der Blick auf das, was an Verbrechen am 7. Oktober stattgefunden hat und auf das, was an Reaktion darauf notwendig war und ist, sehr, sehr klar. Und deswegen als Botschaft an all diejenigen, die sich richtigerweise nach Frieden sehnen, weil das Leid Unschuldiger auf allen Seiten unerträglich ist, als Botschaft: Das Hindernis für einen Frieden im Nahen Osten ist nicht Israel, sondern es sind die Mörder, die Entführer, die Terroristen, die 1.139 Menschen ermordet haben, 250 entführt und 101 Menschen als Geisel gefangen haben, meine Damen und Herren.
Und es braucht auch ein klares Stoppschild gegen jegliche Umdeutungsversuche des Selbstverteidigungskampfes Israels. Wenn mit den Begriffen Flächenbrand oder Spirale der Gewalt im Nahen Osten argumentiert wird, dann ist das beabsichtigt oder in den meisten Fällen unbeabsichtigt doch der Beginn einer solchen Umdeutung, weil in der Spirale der Gewalt gedanklich nichts anderes drinsteckt, als dass die Gewalt klein angefangen hat und jetzt von Israel eskaliert wird. Das ist grundfalsch. Israel wird angegriffen vom Süden durch die Hamas, vom Norden durch die Hisbollah und vom Osten mit dem Terror des Iran. Deswegen geht es klar um eines, um die Selbstverteidigung des Existenzrechts des Staates der Juden, meine Damen und Herren. In Bezug auf die deutsch-israelische Partnerschaft hat Franz Josef Strauß von einer Freundschaft der mutigen Tat gesprochen. Das ist unser Anspruch als Deutschland im Verhältnis zu Israel. Die Bundesaußenministerin hat am 11. Oktober letzten Jahres hier im Plenum erklärt, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Ich habe dieses Verständnis gegenüber Israel all unsere Unterstützung in jeglichen Bereichen angeboten. Frau Baerbock, in dieser Aussage, und ich meine das durchaus positiv, steht sehr viel Freundschaft der Worte drinnen. Es braucht aber auch die Freundschaft der mutigen Tat. Wenn Exportgenehmigungen für Waffen nach Israel nicht mehr erteilt werden, dann fehlt es an der mutigen Tat. Wenn bei Anti-Israel-Resolutionen im UN-Sicherheitsrat Deutschland nicht mit Nein stimmt, dann fehlt es an der mutigen Tat. Werden Sie Ihren eigenen Ansprüchen gerecht? Und ich frage Sie auch, wo sind Ihre innenpolitischen Antworten? Die Lehre aus dem 7. Oktober ist doch auch, dass Extremisten genau das meinen und machen, was sie sagen. Wenn die Hamas in ihrer Charta dazu aufruft, Juden zu töten, dann meint sie das so. Wenn die Hisbollah sagt, schreibe mit Blut Tod für Israel, dann meint sie das so. Und wenn auf deutschen Straßen Islamisten zur Intifada aufrufen, Judenhass verbreiten und ein Kalifat errichten wollen, dann meinen sie das schlichtweg so. Und deswegen braucht es harte Antworten an dieser Stelle. Stufen Sie den Antisemitismus als besonders schweren Fall der Volksverhetzung ein und verhängen Sie Mindestfreiheitsstrafen von 6 Monaten für diejenigen, die gegen Israel hetzen. Schreiben Sie ins Aufenthaltsgesetz, dass antisemitische Straftaten zu einer regelhaften Ausweisung führen und regeln Sie den Passentzug bei Doppelstaatlern bei Verurteilung wegen antisemitischen Straftaten. Es braucht im Kampf gegen Islamismus, gegen Judenhass die Politik der mutigen Tat. Lösen Sie sie ein. Der Appell von Alexander Dobrindt, dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe hier im Deutschen Bundestag, der seine Rede mit einem persönlichen Gedanken eröffnet hat. Und Alexander Dobrindt hat Annalena Baerbock direkt angesprochen, die nun ans Rednerpult getreten ist. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe jüdische Mitbürgerinnen, liebe Menschen in Israel. 1200 Leben, Träume, Wünsche. 1200 Menschen wurde dies genommen. Kaltblütig ermordet, geschunden, gejagt, vergewaltigt. Über 250 Menschen, Frauen, Männer, Kinder verschleppt. Rund 100 immer noch von Hamas gefangen gehalten in den dunklen Tunneln und Kellern Gazas. Wir haben einige Geschichten, aber ich glaube zu wenig, heute Morgen hier gehört. Wir können sie nicht begreifen, nicht verstehen, aber es ist so wichtig, dass wir diese Geschichten überleben, was unsere Leben sein könnten, immer wieder erzählen.
und auch die Geschichten derjenigen, die diesen schlimmsten Moment der barbarischen Brutalität helfen wollten. Wie Amit, eine junge Sanitäterin, 22 Jahre. In ihrer letzten Nachricht an ihre Schwester schrieb sie: Sie sind jetzt hier, in der Klinik. Ich glaube, ich komme nicht mehr heraus. Ich liebe dich. Wie der Sanitäter, der arabischsprachig war, der hingeeilt ist und gesagt hat, vielleicht kann ich auf Arabisch diese Terroristen stoppen, und kaltblütig ermordet wurde. Der 7. Oktober 2023, er war eine Zäsur. Für Israel, für unser Land, für die Welt. Für Jüdinnen und Juden überall auf dieser Welt. Und für die gesamte Region des Nahen Ostens. Es war ein Tag, mit dem die Terroristen die Region an den Abgrund gebracht haben und genau es jeden Tag weiter tun. Und ja, unsere Botschaft an unsere israelischen Freundinnen und Freunde und an die Welt kann nur sein: Wir stehen an eurer Seite, an der Seite Israels. Israels Sicherheit ist Teil unserer deutschen Staatsräson. Und zwar wir gemeinsam, wir als Bundesrepublik Deutschland, wir als Bundesregierung, ich als Außenministerin, wir als Parlament, die demokratische Mitte. Sie als Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben das immer wieder deutlich gemacht, und ich bin dafür extrem dankbar. Das ist kein Thema für Parteipolitik. Und deswegen würde ich jetzt in der Kürze der Redezeit, die ich habe, versuchen, auch gerne auf ein paar Punkte einzugehen, weil es für mich wichtig ist. Die deutsche Staatsräson, die Sicherheit Israels, ist eine deutsche Staatsräson. Unabhängig, wer das Land Deutschland regiert. Unabhängig davon, wer Außenpolitik macht. Und es braucht unsere gemeinsame Kraft als demokratische Parteien, genau daran festzuhalten. Und deswegen habe ich von Beginn an dafür geworben, dass wir die Kraft der Differenzierung brauchen. Die Kraft der Differenzierung, wo gerade die Opfer, die Opferfamilien, die Geiselfamilien so dafür werben. Eine Mutter hat gesagt, es gibt in einem Wettbewerb des Leids keine Gewinner. Wenn eine Mutter einer getöteten Geisel diese Kraft hat, zu differenzieren in der schwersten Stunde ihres Lebens, dann sollten wir als Demokratinnen und Demokraten der Bundesrepublik Deutschland genau diese Kraft bei all den Themen immer wieder aufbringen können. Und ja, deswegen haben wir als Bundesregierung, haben wir als Parlament, als Demokratinnen und Demokraten so deutlich gemacht, das Selbstverteidigungsrecht Israels, das ist auch unsere Verantwortung. Dazu stehen wir nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und zwar jeden Tag. Und genauso deutlich haben wir gemacht, und das ist eben kein Widerspruch, sondern es ist eine Ergänzung, im Einklang des humanitären Völkerrechts. Das humanitäre Völkerrecht und das Existenzrecht Israels, sie gehören auf das Engste zusammen. Und dafür steht die deutsche Staatsräson. Und daher haben wir immer wieder so deutlich benannt: Die Selbstverteidigung bedeutet natürlich, dass man Terroristen nicht nur angreift, sondern zerstört. Deswegen habe ich so klar und deutlich gemacht, wenn Hamas-Terroristen sich hinter Menschen, hinter Schulen verschanzen, dann bekommen wir in ganz schwierige Themenbereiche rein, aber wir ducken uns davor nicht weg. Deswegen habe ich vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dann können auch zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren, weil Terroristen das missbrauchen. Dazu steht Deutschland, und das bedeutet für uns Sicherheit Israels. Und zugleich, weil die Resolutionen angesprochen worden sind und weil wir eine Politik der Taten machen, können wir doch nicht bei Resolutionen, wo drin steht, dass humanitäre Hilfe in Gaza ankommen muss, wo drin steht, dass die Zwei-Staaten-Lösung das einzige Ziel sein kann, wenn man wirklich Sicherheit für die ganze Region will, wo dann aber zwei Sätze auch drin steht, die Deutschland nicht teilen. Da kann ich doch nicht sagen, in diesem Moment mache ich die Augen zu, finde nicht die Kraft der Differenzierung, die eine Mutter einer getöteten Geisel in der schwersten Stunde ihres Lebens findet, sondern auch da bedeutet deutsche Staatsregierung für uns beides klar zu benennen, das humanitäre Völkerrecht und das Selbstverteidigungsrecht Israels.
Und ebenso möchte ich an dieser Stelle deutlich machen, dass deswegen ja wir jeden Tag darum ringen, dass Hilfe nach Gaza reingeht. Weil klar ist, Israel kann auf Dauer nur in Frieden leben, wenn auch seine Nachbarn, Palästinenserinnen und Palästinenser, auf Dauer in Frieden leben können. Und Sie haben, Herr Merz, Herr Dobrindt, die Waffenlieferung angesprochen. Und auch an dieser Stelle möchte ich darum bitten, dass wir die Kraft der Differenzierung finden. Wir haben ein geheim tagendes Gremium, aber wir haben auch eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland deutlich gemacht, dass wir Waffen zur Unterstützung von Israel liefern. Deswegen ist Ihre Aussage hier falsch. Und ebenso deutlich haben wir gemacht, dass natürlich in diesen Punkten auch das humanitäre Völkerrecht gilt. Und weil es mir so wichtig ist, dass wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen, wollen Sie zuhören auf die Frage, die gefragt wurde, weil es mir so wichtig ist, habe ich interessiert auch Ihren Gastbeitrag in der Bild-Zeitung gelesen, wo Sie deutlich gemacht haben, dass es wichtig ist, dass wir das, was bei unseren engsten Freunden bei uns viele Fragen aufwirft, zum Beispiel wie man in der Westbank vorgeht, dass wir das offen und ehrlich thematisieren. Und das heißt für mich enge Freundschaft in der schwersten Stunde ehrlich und vertrauensvoll miteinander umzugehen, weil wir eben nicht stehen lassen können, dass die Westbank oder auch der Libanon ein zweites Gaza wird. Wenn die Sicherheit Israels unsere Staatsräson ist, dann müssen wir alles dafür tun, dass die Region in Sicherheit leben kann, damit Israel auch in zukünftigen Generationen in Sicherheit leben kann. Und daher, und das möchte ich auch an dieser Stelle noch mal wiederholen, was ich gestern im Auswärtigen Ausschuss gesagt habe. Wir können es nicht einfach hier bei Debatten zum 7. Oktober belassen. Wir müssen uns fragen, was können wir ganz konkret selber tun, damit diese Zäsur, der 7. Oktober, das nie wieder, was wir in der Vergangenheit gegeben haben, für die Zukunft als nie wieder gilt. Und daher war ein großer Auftrag an die deutsche Außenpolitik in den letzten 11 Monaten, gemeinsam dafür zu sorgen, dass das perfide Drehbuch der Terroristen nicht aufgeht. Der 7. Oktober, das ganze Ziel dieses Angriffes war es ja, Israel weltweit zu isolieren, alle Normalisierungsbemühungen mit seinen Nachbarn kaputt zu machen. Die Abraham Accords, die Aussöhnung mit arabischen Staaten, das gemeinsame Einstehen für Sicherheit. Und dass das nicht gelingt, das ist dank der internationalen Zusammenarbeit ein kleines bisschen geschafft worden. Das ist der Funken Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten, dass wir in München, ich hatte dazu eingeladen, mit unseren britischen und amerikanischen Partnern 5 arabische Länder haben, die deutlich machen und gerade in New York deutlich gemacht haben, wir stehen ein für die Sicherheit Israels als arabische Länder, weil es dem Frieden in der Region insgesamt dient. Und dazu muss Deutschland seinen Beitrag leisten. Dafür müssen wir jetzt die Debatten hier bei uns führen. Was bedeutet das heißt mit Sicherheitsgarantien? Damit von Gaza nie wieder diese brutale Terroristengewalt ausgehen kann. Was bedeutet das für den Libanon, damit nie wieder Terroristen von dem Libanon aus Israel angreifen können? Dieser Aufgabe müssen wir uns gemeinsam stellen. Dieser Aufgabe, auch wenn es schwer ist, auch wenn es nur in Millimetern vorangeht. Weil ansonsten sind die Nie-Wieder-Worte auch am heutigen Tag nur leere Phrasen. Und ich möchte das so deutlich machen, weil natürlich würden wir uns alle wünschen, dass wir mehr erreicht hätten. Aber wenn wir die Hoffnung jetzt aufgeben, dass es für die Menschen im Nahen Osten, für alle, ein gemeinsames, sicheres Leben geben wird, dann hat der Terrorismus gewonnen. Und die Aufgabe von deutscher Außenpolitik und von deutscher Innenpolitik ist genau das zu verhindern. Nie wieder ist jetzt. Einstehen für die Sicherheit Israels, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Nie wieder heißt jeden Tag, das Richtige zu tun und nicht das Bequeme. Herzlichen Dank. Und ich würde an dieser Stelle, es tut mir leid für meine Rednerin aus meiner Fraktion, Frau Präsidentin, weil ich hier als Repräsentantin der Bundesregierung rede. Und ich kann das so nicht stehen lassen, weil auch solche Debatten in der Welt übertragen werden. Es wurde hier gerade von der AfD angesprochen, eine Geiselfamilie zitiert, vor der man sich, so hat es der AfD-Redner gesagt, verneigen würde, weil sie auch das Leid in Gaza sieht. Im zweiten Teil der Rede wurde aber all das ins Gegenteil konterkariert.
Sie haben ja von Zehntausenden gesprochen, die die Bundeskanzlerin hier reingebracht hätte, die ehemalige Bundeskanzlerin. Also all das, was diese Geiselfamilie an Kraft der Differenzierung gefunden hat, haben Sie hier ins Gegenteil verkehrt. Sie haben von den Zehntausenden gesprochen, also auch von den palästinensischen Mädchen, was Angela Merkel, wer sich erinnert, mal in einer Fernsehtalkshow angesprochen hat, und haben all diesen Menschen genau die Würde der Menschlichkeit abgesprochen. Und das ist nicht deutsche Politik. Das ist nicht das Nie wieder, wofür der Deutsche Bundestag steht. Die Grundlage von demokratischen Parteien in diesem Parlament heißt, dass Nie wieder für die Menschenwürde aller gilt. Und das ist hier deutsche Politik. Das möchte ich an der Stelle einmal deutlich machen. Erst recht gegenüber den Geiselfamilien, die so furchtbar den 7. Oktober leiden. Dankeschön. Eine eindringliche, intensive Rede der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock hier vor einem sehr gut gefüllten Plenarsaal. Heute Morgen die Debatte zum 7. Oktober. Sie hat für das Recht auf Differenzierung geworben, hat selbstverständlich das Selbstverteidigungsrecht Israels gesehen, aber eben auch verteidigt, dass Deutschland zum Beispiel sich enthält in der UN. Beatrix von Storch, AfD, ist am Rednerpult. Das schlimmste Massaker an den Juden seit dem Holocaust verübt und über 200 Geiseln genommen. Ihre aller Ikone, Greta Thunberg bis Judith Butler, sehen in der Hamas und Hisbollah Widerstandsbewegungen. Die Universitäten besetzt, jüdische Studenten verprügelt, unsere Straßen erobert. Dokumenta bis Berlinale, die Schande im Kulturbetrieb. Und woke Präsidentinnen deutscher Universitäten teilen antisemitische Tweets und finden Genozid an den Juden mit Uni-Regeln vereinbar. Und wer sich dann wie Wirtschaftsminister Habeck mit Michel Friedmann im Berliner Ensemble trifft, um zum ersten Jahrestag des 7. Oktober über die AfD zu reden, der gehört zu den drei Affen, die nicht hören, nicht sehen und nicht reden wollen. Sie wollen die Realität nicht sehen, weil sie ihre Lebenslüge stört. Und die lautet: Der islamische Terror hört auf, wenn Israel nur genug Zugeständnisse an die Terroristen macht. Falsch. Wenn Israel morgen die Waffen streckt, dann gibt es keinen Frieden, sondern kein Israel mehr. Der Weg der Vertreibung ist klar. 1948 gab es 900.000 Juden in arabischen Ländern. Heute noch etwa 27.000. Die anderen geflohen vor Entrechtung, Folter und Pogrom. Von den Juden in Nordafrika ist genauso wenig übrig wie von den Christen in der Türkei, die zu Millionen ermordet und vertrieben wurden. Dazu schweigt die Welt. Aber genau das ereignet sich jetzt auch im Westen. Verfolgung und Vertreibung. Und es beginnt mit den Juden. Die Zahl der Angriffe seit dem 7. Oktober stieg in Großbritannien um 200%, in Frankreich um 300% und in Belgien um 400%. Und in Deutschland spricht der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein von einem Tsunami des Antisemitismus oder Sie, Frau Präsidentin, soeben von hemmungslos bahngebrochener Antisemitismus. Europa brennt, meine Damen und Herren, und Sie hier alle haben das Feuer gelegt bei uns mit Ihrer Einwanderungspolitik. Nach den Massakern vom 7. Oktober sind 30.000 Juden aus dem Westen nach Israel migriert. Selbst unter dem Raketenbeschuss von Hisbollah und dem Iran sehen sie sich dort sicherer als bei uns. Eine weitere ihrer Lebenslügen. Der islamische Terror sei die Folge des Nahostkonfliktes und der schlimmen und von Israel zu verantwortenden Lage der Palästinenser. Falsch. Die Islamisten brauchen keine Gründe, um Ungläubige zu ermorden. Weihnachten 1923 in Nigeria. 20 christliche Dörfer überfallen, Frauen, Kinder ermordet, 200 Tote, Hunderte Verletzte von Muslimen, Dschihadisten. Tausende Kilometer entfernt vom Nahen Osten. Keine besetzten Gebiete, aber das gleiche Massaker wie bei der Hamas.
Und während sich die Muslime in ihrem Opferstatus suhlen und von Muslimfeindlichkeit schwadronieren, zählt Open Doors 340 Millionen verfolgte Christen in der Welt. Die meisten in muslimischen Ländern. Alle sprechen von Gaza, aber wer spricht von Bergkarabach? Alle Christen vertrieben. Ethnische Säuberung abgeschlossen. 100%. Schweigen. Der politische Islam kennt im Umgang mit Ungläubigen nur Unterwerfung, Vertreibung oder Ermordung. Samuel Huntington sprach von den blutigen Grenzen des Islam, und diese Grenzen laufen jetzt mitten durch unsere Städte. Jede Palästinenser-Demo ist eine Machtdemonstration. In Berlin bittet die Polizei sie, bitte nicht mit Steinen zu bewerfen. Wo sind die Wasserwerfer, die Sie gegen die friedlichen Corona-Demonstranten eingesetzt haben? Der 7. Oktober ist ein Vorzeichen dessen, was uns erwartet, wenn der Islam Westeuropa die Macht übernimmt. Erst werden die Synagogen brennen und dann die Kirchen, und die brennen schon. Dann kommen die Kippa-Träger, werden geschlagen und am Ende alle, die sich nicht unterwerfen. Holbeck beschreibt in Unterwerfung die dekadente Elite aus Politikern und Akademikern, die sich dem Islam unterwirft, um ihre Pfründe zu sichern. Damit sind sie hier gemeint, die Fesers und Baerbocks, die Steinmeiers und Roths, die Wüst und die Günthers. Das unterscheidet uns von ihnen. Wenn sie längst mit wehenden Fahnen zum islamischen Mob übergelaufen sind, um noch einen Posten im Kalifat zu ergattern, werden wir Synagogen und Kirchen verteidigen. Wir werden uns nie unterwerfen. Soweit die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Beatrix von Storch, die den Antisemitismus, den wachsenden, kritisiert hat, im Zentrum ihrer Rede allerdings den politischen Islam gestellt hat. Der Fraktionschef der SPD, jetzt Rolf Mützenich, auf dem Weg zum Rednerpult, und da ist er auch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte gerne noch mal das Wort nehmen, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, als ich die demokratischen Fraktionen bei der Beschlussfassung über die Tagesordnung darüber im Klaren gewesen sind, dass eine Debatte über den 7. Oktober, über den Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel, aber insbesondere der Überfall auf jüdisches Leben mit dem Ziel, jüdisches Leben zu vernichten, dass sich alle die, die sich für diese vereinbarte Debatte entschieden hatten, eine würdevolle, eine pietätvolle Auseinandersetzung mit diesem Ereignis heute hier im Deutschen Bundestag zumindest versuchen. Und wir waren uns, meine Damen und Herren, über das Risiko bewusst, in aufgeheizten Zeiten, in verstörenden Zeiten, in Zeiten, in denen man solche Ereignisse dann dennoch nie erwartet hatte. Deswegen war mir auch klar, dass von rechts in diesem Hohen Haus nichts anderes zu erwarten ist. Dass es alles das missbraucht, was durch diesen Überfall auch in unsere Gesellschaft hineingetragen wurde. Aber ich bin enttäuscht. Vielleicht bin ich sogar entsetzt darüber, wie der ein oder andere in diesem Hohen Haus auch diese Debatte, die sich würdevoll und pietätvoll mit denen, die Opfer sind, bis heute Opfer sind, auch es benutzt, eine schwerwiegende Behauptung in diesem Haus aufzustellen. Und lieber Herr Kollege Merz, ich kann Ihnen das nicht vorenthalten. Sie haben diese schwerwiegende Behauptung hier aufgestellt, dass die Bundesregierung dem Staat Israel bei seinem Selbstverteidigungsrecht Material vorenthält,
um dieses Selbstverteidigungsrecht nicht ausüben zu können. Und Sie haben diese Behauptung in einem Moment aufgestellt, wo Sie wussten, dass sich die Bundesregierung dem nicht so erwehren kann, wie es notwendig ist, weil im Sicherheitskabinett auch unter dem Aspekt der Strafbewehrung eine öffentliche Auseinandersetzung darüber nicht möglich ist. Deswegen danke ich der Bundesaußenministerin, die in wohl abgewogenen Worten für die gesamte Bundesregierung ja erläutert hat, dass es immer die Maxime unseres Landes gewesen ist, Israel zu unterstützen. Und da geht es ja auch nicht nur um Waffen. Da geht es in dieser Frage um humanitäre Hilfe, um finanzielle Hilfe und viele andere Dinge auch. Aber wenn es um Entscheidungen des Bundessicherheitskabinetts geht, dann muss diese Bundesregierung, solange sie von demokratischen Parteien getragen wird und von dem Schaden, die einige für dieses Land wollen, man sich nicht infizieren lassen will, auch immer wieder gleichzeitig sagen, und dafür bin ich dankbar und ich möchte das auch ausdrücklich für meine Fraktion sagen, das muss man dann auch tun, dass dieses Material genutzt werden muss, auch gleichzeitig, um das Kriegsvölkerrecht zu beachten. Weil dafür ist Deutschland das Land in der internationalen Gemeinschaft, die auf der einen Seite Israel unterstützt, aber auf der anderen Seite immer das, was nach 1945 uns gut zu Gesichte steht, nämlich das Völkerrecht, das Kriegsvölkerrecht, die Charta der Vereinten Nationen zu beachten. Und deswegen, ich finde, Herr Kollege Merz, dies war eine Grenzüberschreitung, was man in diesem Parlament nicht tut. Ich hätte mir etwas anderes erwartet, zumal von denen, die sich eine neue Rolle auch vorstellen können. Diese Rolle wird nicht dem gerecht, der versucht, mit kleiner Münze etwas in einer solch wichtigen Debatte zu erreichen. Und ich würde mich freuen, wenn das hier noch mal korrigiert werden könnte. Vielen Dank. Frau Schmützenich hat gesprochen. Er war eigentlich nicht vorgesehen als Redner, aber er hat direkt geantwortet auf den Vorwurf von Friedrich Merz, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Es ging um die Exportgenehmigung von Waffenlieferungen an Israel. Deutschland liefert Israel ja Waffen, Panzer unter anderem und weitere. Frau Schmützenich hat darauf hingewiesen, dass zu einer Kurzintervention, Friedrich Merz. Die Bundesregierung im Völkerrecht handelt. Kurzintervention, Friedrich Merz. Geben Sie mir zunächst einmal recht, wenn ich sage, dass der Beitrag, den Sie hier gerade abgegeben haben, gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn es keine verweigerten Zustimmungen der Bundesregierung zu Lieferungen von Material und Munition nach Israel gegeben hätte. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, darauf hinzuweisen, dass bei uns eine größere Zahl von Unternehmen sich zu Wort gemeldet haben mit schriftlichen Unterlagen darüber, dass Genehmigungen beantragt worden sind und seit Monaten von der Bundesregierung nicht bearbeitet werden. Was ist das anderes als die faktische Verweigerung von Exportgenehmigungen? Nun will ich nicht bestreiten, dass es im Zusammenhang mit dem humanitären Völkerrecht und Kriegsvölkerrecht durchaus Erwägungen geben kann, solche Lieferungen nicht zu genehmigen. Aber wenn das so ist, dann sagen Sie es doch, statt den Eindruck zu erwecken, als ob Sie alles tun, um Israel wirklich zu helfen, in Wahrheit aber ohne Öffentlichkeit genau das Gegenteil zu tun. Herr Mützenich, das geht so nicht. Und die abschließende Bemerkung, die kann ich Ihnen auch nicht ersparen.
Es bleibt nicht verborgen, dass in den Gesprächen der Bundesregierung mit der israelischen Regierung dort gesagt wird, stellt gar nicht erst die Frage, ob wir liefern. Wir werden in jedem Falle Nein sagen. Und nur so Sie dann sagen können, es hätte ja gar keine Anträge gegeben und deswegen hätte man auch gar keine Entscheidungen treffen müssen. Herr Mützenich, Sie wissen, dass die Sachverhalte genau so sind, wie ich sie hier beschreibe. Dann verstecken Sie sich aber bitte nicht hinter strafbewehrten Geheimhaltungsvorschriften. Scharfe Kurzintervention von Friedrich Merz. Und darauf antwortet jetzt Rolf Mützenich. Herr Mützenich, Sie dürfen erwidern. Sind Sie einverstanden, dass der Abgeordnete Olaf Scholz antwortet? Es antwortet der Bundeskanzler als Abgeordneter hier der SPD. Herr Merz, würden Sie sich noch mal hinstellen? Dankeschön. So, ja, schönen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier als Abgeordneter zu sprechen. Ich will ganz persönlich sagen, wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Ich werde die Geheimnisvorschriften des Bundessicherheitsrats nicht verletzen. Aber wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist. So, Klarstellung von Olaf Scholz. Er sprach als Abgeordneter, aber natürlich hat sein Wort als Regierungschef Gewicht. Es ging um die Exportgenehmigung für Waffenlieferungen nach Israel. Friedrich Merz hatte vorgehalten, dass die Bundesregierung die versagt. Der Bundeskanzler hat das jetzt anders dargestellt. Jetzt steht am Rednerpult der Generalsekretär der FDP, Bijan Dirsaray. Tragödie vom 7. Oktober 2023. Als das sinnlose Leid und grausame Lebensende viel zu vieler unschuldiger Menschen über Israel hereinbrach. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen sowie den Überlebenden, deren Leben für immer gezeichnet ist. In besonderer Anteilnahme gedenken wir den Geiseln, die noch immer unter grausamsten Bedingungen gefangen gehalten, gedemütigt und ihrer Zukunft in Ungewissheit beraubt werden. Unmittelbar nach diesem feigen Anschlag begann die Hisbollah, Raketen aus dem Libanon auf Israel abzufeuern, was zur Evakuierung von rund 200.000 Menschen aus dem Norden Israels führte. Diese Familien wurden in temporären Unterkünften im ganzen Land untergebracht. Auch an diese Menschen, über die selten gesprochen wird, möchte ich heute erinnern. Während der Krieg gegen die Hamas in Gaza unvermindert andauert, gelingt es den israelischen Sicherheitskräften, die Führungsriege der terroristischen Hisbollah erfolgreich zu bekämpfen. Dies stellt einen bedeutenden Schritt, der nicht nur zur Sicherheit Israels beiträgt, sondern auch die Eindämmung des globalen Islamismus entscheidend vorantreibt. Als Vergeltung auf diese Entwicklung feuerte die Islamische Republik Iran hunderte Raketen auf Israel ab. In Teheran, genau dort, sitzen seit 1979 die Drahtzieher des Terrorismus. Von dort werden die radikal-islamistischen Organisationen Hamas, Hisbollah, die Houthi-Miliz finanziert und gesteuert. Dies ist nachgewiesen und unbestreitbar. Meine Damen und Herren, das Mullah-Regime darf kein Verhandlungspartner europäischer Politik sein. Dieses Regime ist ein Feind des eigenen Volkes, es ist ein Feind der Menschen im gesamten Nahen und Mittleren Osten und Feind einer jeden freien Gesellschaft. Die Schwächung der Islamischen Republik und der Hisbollah wird den Nahen und Mittleren Osten nicht destabilisieren, sondern stabilisieren. Das ist eine echte Chance für die gesamte Region. Wir müssen endlich verstehen, wie dringend notwendig eine neue Strategie für diese Region ist. Vor allem eine neue europäische Strategie für den Umgang mit Teheran ist zwingender denn je. Ob die Islamische Republik
ob Islamische Republik, Hisbollah oder Hamas, je schwächer diese Akteure sind, umso größer ist die Chance für Frieden, meine Damen und Herren. Israel hat nicht nur das Recht, es hat die unweigerliche Pflicht, seine Bürger zu verteidigen. Angriffe von Terrororganisationen aus der Islamischen Republik, den Palästinensergebieten und dem Libanon dürfen in keiner Weise geduldet werden. Es ist auch unsere Aufgabe, Israel als einzige Demokratie in dieser Region und Wertepartner dabei zu unterstützen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein einziger Cent deutschen Steuergeldes in terroristische Aktivitäten fließt. Daher müssen wir bei Zahlungen an Organisationen in den Palästinensergebieten viel kritischer und wachsamer und genauer sein als in der Vergangenheit, meine Damen und Herren. Es ist an der Zeit, dass wir uns von den realitätsfernen Narrativen distanzieren, die den Konflikt im Nahen und Mittleren Osten verzerren und ihn in Wirklichkeit nur weiter anheizen. Wir müssen uns klar zur einzigen Demokratie im Nahen und Mittleren Osten bekennen und sie unterstützen. Die antisemitischen Ausfälle, die wenigen Stunden nach den iranischen Attacken auf Israel abermals auf den Straßen deutscher Städte zu sehen waren, gleichen einem Armutszeugnis. Auch die gewalttätigen Ausschreitungen am Jahrestag des bestialischen Angriffs der Hamas auf Israel sind beschämend. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Gift des Antisemitismus unsere offene Gesellschaft von innen zerstört, meine Damen und Herren. Wir sind auf allen politischen Ebenen dazu aufgefordert, zu handeln, um das Vertrauen in unsere demokratischen Werte aufrechtzuerhalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass radikale Ideologien unsere Gesellschaft spalten oder die Sicherheit der jüdischen Mitbürger gefährden. Meine Damen und Herren, die größte Bedrohung für die Islamische Republik im Iran, für Hamas und Hisbollah, ist Frieden im Nahen und Mittleren Osten. Wir sehen, wie diese Terrororganisationen bewusst mit dem sich selbst zugeschriebenen Opfernarrativ spielen, um ihre gewalttätige und extremistische Agenda zu legitimieren. Frieden würde den Kreislauf der Gewalt und das Opfernarrativ, auf dem ihr Terror basiert, überflüssig machen. Deshalb wollen sie weiter Leid und Angst schüren, um ihre Macht zu erhalten. Der Frieden, meine Damen und Herren, ist der Schlüssel zur Überwindung der extremistischen Ideologien, die das Leben von Millionen von Menschen zerstören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bijandir Sarai, Generalsekretär der FDP, mit einem Appell für Frieden. Lösung im Nahen Osten. Daniela Ludwig, CDU-CSU-Fraktion, die Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland, ist am Rednerpult nun. Verehrte Frau Präsidentin, Herr Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir hier haben das große Glück, seit Jahrzehnten in Frieden leben zu dürfen. Wir können uns Gott sei Dank heute nicht mehr vorstellen, wie es ist, von unseren Nachbarn überfallen oder täglich bombardiert zu werden. Die Menschen in Israel, und vergessen wir das nicht, leben jeden Tag mit dieser Gewissheit und mit dieser Angst. Wir können uns Gott sei Dank nicht vorstellen, wie es ist, Angst um das Leben unserer Familien, unserer Nachbarn, unserer Kinder zu haben. Die Menschen in Israel leben seit über einem Jahr mit dieser Angst. Und sie bangen darüber hinaus mit den immer noch 101 Geiseln, die in den Fängen der Hamas sind. Inzwischen haben aber auch hier in Deutschland Jüdinnen und Juden Angst um ihr Leben und um ihre Sicherheit. Jüdische Menschen werden in Deutschland seit dem 7. Oktober in ihrer Freiheit begrenzt. Sie werden angefeindet, körperlich angegriffen. Und sie werden bedroht, jeden Tag mitten unter uns. Und deshalb muss uns klar sein, Israel verteidigt nicht nur sich selbst, Israel verteidigt auch uns und unsere Werte. Diesen Umstand gilt es immer wieder in Erinnerung zu rufen, wenn es darum geht, wer ist Opfer, wer ist Täter. Und diese Debatten hören wir nun mittlerweile täglich überall. Und ich sage das ganz unmissverständlich, insbesondere an diejenigen, die auf unseren deutschen Straßen unterwegs sind, Judenhass propagieren,
Israel-Hass propagieren, die Vernichtung Israels propagieren, sich darüber freuen, wenn Menschen als Geiseln genommen werden und zur Feier des Tages Süßigkeiten verteilen. Das ist beschämend, es ist abstoßend und es widert mich an. Und deshalb, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist es so wichtig, dass wir zuhören, wenn uns Überlebende der Shoah sagen, wie es damals begonnen hat. So oder so ähnlich hat es damals begonnen. Und daraus sollten wir eigentlich gelernt haben. Und deswegen bleiben wir bei den Fakten. Eine Terrororganisation überfällt einen Staat, tötet 1200 Menschen, nimmt 250 als Geiseln, 101 davon immer noch. Und in den vergangenen Monaten wurden mittlerweile 17.000 Raketen aus allen Himmelsrichtungen auf Israel abgefeuert. Und diese Frage müssen wir uns schon stellen. Was hätten wir denn getan in einer vergleichbaren Situation? Hätten wir zugesehen, abgewartet, deeskaliert? Oder hätten wir nicht auch von unserem Staat erwartet, dass er uns schützt, dass er uns verteidigt? Ja, genau das hätten wir getan, und völlig zu Recht. Und deswegen noch einmal, man kann es nicht oft genug sagen, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, und es hat auch die Pflicht, sich zu verteidigen. Punkt. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, auch wir müssen wehrhaft sein. Auch wir müssen Haltung zeigen in unserem Land. Israel-Kritik ist in Deutschland fast schon en vogue, gesellschaftsfähig geworden. Wo gibt es das Wort Israel-Kritik eigentlich im Zusammenhang mit einem anderen Land? Kennen wir Italien-Kritik? Kennen wir Frankreich-Kritik? Nein, es gibt nur Israel-Kritik. Und das alleine sollte uns zu denken geben, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen müssen wir wehrhaft sein, als Demokratinnen und Demokraten, jeder in seinem kleinen Lebensbereich. Aber wir müssen auch als Parlament und Gesetzgeber wehrhaft sein, in dem Bereich, den wir mitentscheiden können. Und deswegen darf Antisemitismus in unserem Land, egal woher er kommt, keinen Platz haben, und wir müssen uns mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dagegen zur Wehr setzen. Wir sind es nicht nur Israel schuldig, den Jüdinnen und Juden in unserem Land, sondern auch unseren Kindern und Enkeln. Vielen herzlichen Dank. Klare Worte von Herr Daniela Ludwig, CDU, CSU-Bundestagsfraktion, die Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland und die Beziehungen zum Staat Israel. Marlene Schönberger ist die Berichterstatterin für den Kampf gegen Antisemitismus der Grünen Bundestagsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen. Am Samstag hatte ich ein Gespräch, das mir nicht aus dem Kopf geht. Ein Bekannter hat zu mir gesagt, Antisemitismus und Gewalt gegen uns Juden nach dem Massaker der Hamas, das hatte ich erwartet. Aber was mich im Kern erschüttert hat, das war das Schweigen meiner Freunde. Ein anderer hat zu mir gesagt, am 7. Oktober hätte ihn niemand angerufen und gefragt, wie es ihm geht. Am nächsten Tag sei er zur Arbeit gegangen und alle hätten so getan, als sei nichts gewesen. Liebe Kolleginnen, diese Gleichgültigkeit dürfen wir keinen einzigen weiteren Tag mehr hinnehmen. Und was mich bis ins Mark erschüttert, ist die Gleichgültigkeit gegenüber systematischer, sexualisierter Gewalt nach dem 7. Oktober. Die Rechtfertigung von sexualisierter Gewalt. Frauen als Schlachtfeld männlicher Machtdemonstration. Liebe Kolleginnen, sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Grundsatz, den Opfern von sexualisierter Gewalt zuzuhören und zu glauben, auch für jüdische Frauen gilt. Vielen Dank. Marlene Schönberger richtete in dieser Debatte jetzt auch noch mal verstärkt den Kampf auf die sexualisierte Gewalt, die in diesem Auseinandersetzung, diesem Krieg einen Anfang genommen hatte, insbesondere bei dem Überfall der Hamas am 7. Oktober. Der verteidigungspolitische Sprecher der linken Gruppe Dietmar Bartsch. Sehr geehrter Herr Botschafter, lieber Ron Prosser, der 7. Oktober ist ein besonders trauriger Jahrestag, eine tiefgreifende Zäsur. Und ich will auch deutlich sagen, eine solche vereinbarte Debatte ist gänzlich ungeeignet für persönliche Kanzlerduelle.
Meine Damen und Herren, vor einem Jahr haben am 7. Oktober die Terroristen der Hamas und ihre Verbündeten Israel überfallen. Binnen 24 Stunden sind fast 1200 Frauen, Kinder und Männer auf grausamste Weise ermordet worden. Den Terroristen war völlig egal, ob es sich um politisch Linke, politisch Rechte, um Gläubige, um Nichtgläubige handelte. Es war purer Hass. Es ging darum, jüdisches Leben zu vernichten. Die Terroristen ermordeten, vergewaltigten, entführten, sie plünderten und verbrannten. Und, meine Damen und Herren, wir müssen hier immer wieder daran erinnern, seit der Shoah sind nicht mehr so viele Jüdinnen und Juden in so kurzer Zeit umgebracht worden. Dazu 251 Entführte, von Kindern bis hin zu Rentnerinnen und Rentnern. Über 100 dieser Gekidnappten sind bis heute in der Hand der Hamas. Und wir sind uns hier im Bundestag einig, lasst sie alle frei, bring them home. Meine Damen und Herren, als auf Einladung des israelischen Botschafters war ich als Fraktionsvorsitzender damals noch mit anderen Politikerinnen und Politikern in der israelischen Botschaft. Dort habe ich einige von den Hamas-Terroristen aufgenommene Videos dieser grauenhaften Taten gesehen. Babys, die geköpft wurden, Familien, die lebendig verbrannt wurden. Diese Dokumente der Entmenschlichung verändern jeden, der sie gesehen hat. Das bringt selbst Hartgesottene zum Weinen. Meine Damen und Herren, eine Schlussfolgerung der Bundesregierung aus den grausamen Ereignissen vor einem Jahr hätte eine radikale Abkehr von der bisherigen deutschen Iran-Politik sein müssen. Der Wissens- und Technologietransfer dorthin hätte umgehend gestoppt werden müssen, denn die Ingenieure hinter den Hamas-Bomben haben ihr Know-how seit Jahren aus dem Iran, meine Damen und Herren. Und der Westen ist erst glaubhaft solidarisch mit Israel, wenn er aufhört, islamistische Gruppen und Regierungen im Zweifel für seine geopolitischen Interessen zu nutzen. Die unangreifbare Sicherheit Israels ist die Mutter für Frieden im Nahen Osten und letztlich auch Garant für eine Zwei-Staaten-Lösung. Zwei Anmerkungen wegen der Zeit. Die Hezbollah hat ab dem 8. Oktober vergangenen Jahres 14.000 Raketen auf Israel abgefeuert. Deswegen ist es zur Eskalation der militärischen Auseinandersetzung im Libanon gekommen. Und eine weitere Bemerkung. Premierminister Netanyahu ist Teil des Problems im Nahen Osten und nicht der Lösung, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der 7. Oktober verbietet jegliche Form der Relativierung. Nichts und niemand kann die unmenschlichen Taten der Hamas-Terroristen rechtfertigen. Das ist eindeutig und klar. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch hat gesprochen als verteidigungspolitischer Sprecher für die Gruppe der Linken hier. Und nun spricht der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmidt. Diese vereinbarte Debatte dient zuvörderst dem Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs der Hamas vor einem Jahr. Sie ist auch ein Anlass zum Innehalten und Nachdenken über das, was seit einem Jahr geschehen ist. Wir gedenken der über 1000 Ermordeten, der vergewaltigten Frauen, der Verletzten. Wir erinnern an die Geiseln. 101 von ihnen sind immer noch in Gefangenschaft. Sie müssen sofort freigelassen werden. Wir erinnern an die Zehntausenden Binnenvertriebenen in Israel. Sie müssen sofort heimkehren können. Wir bekräftigen das Recht Israels zur Selbstverteidigung gegen das Terrornetzwerk, das der Iran in der Region aufgespannt hat, und unsere Unterstützung für die sichere Existenz des Staates Israel. Wir halten inne und denken an die über 40.000 Toten und fast 100.000 Verletzten im Gazastreifen, einem Landstrich, der im Wesentlichen aus knapp 40 Millionen Tonnen Trümmern besteht. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass allein die Aufräumarbeiten mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen werden. Und wir unterstreichen die Verantwortung der Hamas für diese Zerstörungen an Leib und Leben und für die Zerstörung der Heimat von knapp 2 Millionen Palästinensern. Nachdem Netanyahu dem Libanon das gleiche Schicksal wie dem Gazastreifen angedroht hat
und im Libanon schon etwa ein Sechstel der Bevölkerung ebenfalls vertrieben wurde, stellt sich aus meiner Sicht die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des israelischen Vorgehens immer dringlicher. Und schließlich sollte diese Debatte ein Moment des Nachdenkens sein. Des Nachdenkens über die Suche nach Partnern für Frieden in Israel, Palästina und der Region. Denn alle in der Region haben legitime Sicherheitsinteressen. Nachdenken über die Schwäche der palästinensischen Autonomiebehörde und wie man sie stärken kann, die sie ja immerhin immer noch an dem Friedensprozess festhält, trotz massiven Drucks ebenfalls in den bewaffneten Kampf einzutreten, wie das so schönfärberisch genannt wird. Nachdenken über die Strategie der israelischen Regierung, die über den Tag danach, auch ein Jahr danach, nichts sagen kann oder will. Und nachdenken darüber, wie wir gemeinsam bessere Wege finden können, diese israelische Regierung von der Notwendigkeit einer politischen Lösung, eines politischen Angebots zu überzeugen. Denn wir müssen einräumen, in den letzten 12 Monaten sind wir daran gescheitert. Und es bleibt die Gefahr, dass taktische militärische Erfolge der hervorragend arbeitenden israelischen Streitkräfte in eine strategische Niederlage mündet. Und deshalb bleibt uns unverändert festzustellen, und das ist die Erfahrung des jahrzehntelangen Nahostkonflikts, Sicherheit in der Region, Sicherheit für den Staat Israel wird nicht durch militärische Stärke allein ermöglicht, auch wenn militärische Stärke unverzichtbar zur Existenz des Staates Israel ist. Und deshalb ist der Weg nach vorne aus meiner Sicht klar. Wir brauchen eine Waffenruhe in Gaza, um die Geiseln frei zu bekommen, humanitäre Hilfe dort reinzubekommen. Wir brauchen eine Waffenruhe in Libanon zur Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates. Wir brauchen ein Sicherheitsarrangement in Gaza mit Hilfe der arabischen Partner. Und wir brauchen entschlossene Schritte hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Herzlichen Dank. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion in Nils Schmid war das mit seinem Appell auch für eine Waffenruhe. Er trug, das haben Sie vielleicht gesehen, die gelbe Solidaritätsschleife mit Israel. Damit waren ja auch der Reichstag, das Gebäude hier und das Bundeskanzleramt am 7. Oktober gezeichnet. Sana Abde von der SPD ist jetzt am Rednerpult. Nein, das ist Avin Danel, Entschuldigung. Angriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel. Die Ermordung und Verschleppung so vieler Menschen ist ein furchtbares Verbrechen. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Davon aber kann keine Rede sein. Mehr als 40.000 Menschen wurden im Gazastreifen durch die israelischen Sicherheitskräfte getötet. Rund 70% davon Frauen und Kinder. Der Gazastreifen wurde in Schutt und Asche gelegt und gezielt unbewohnbar gemacht. Es wird versucht, die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben. Das dürfen Demokraten niemals akzeptieren. Der internationale Gerichtshof ermittelt wegen des Völkermordes gegen Israel. Und auch die Bundesregierung steht wegen Beihilfe zum Völkermord am Pranger durch die umfangreichen Waffenlieferungen an Israel. Und mit ihrer Ankündigung jetzt gerade, Herr Bundeskanzler Scholz, erneut Waffen liefern zu wollen nach Israel, setzen Sie Deutschland wieder mit auf die Anklagebank des IGH. Wir vom Bündnis Sahra Wagenknecht sagen hier ganz klar, es braucht einen Rüstungsexportstopp an Israel. Und Deutschland, und jetzt wird ja versucht, eine Unterstützung der Kriegspolitik Netanjahus zur deutschen Staatsräson zu verbrämen. Das ist schändlich. In Deutschland als Rechtsstaat kann es nur eine Staatsräson des ungeteilten Schutzes der Menschenwürde geben. Eine Staatsräson, die nicht versucht, die Rechte der Israelis gegen die Rechte von Palästinensern gegeneinander auszuspielen. Eine Staatsräson, die sich sowohl für das Existenzrecht Israels
wie für die Existenz des Staates Palästina in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt einsetzt. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gegen Ende der Debatte sei es erlaubt, auf den einen oder anderen Punkt einzugehen. Ich finde, dass unser Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz ja offensichtlich einen sehr wichtigen Punkt angesprochen hat, als er von Nichtentscheidungen im Bundessicherheitsrat gesprochen hat. Und wir haben von dem Bundeskanzler in dieser Debatte gelernt, dass es erstens solche Nichtentscheidungen im Bundessicherheitsrat zugunsten von Waffenlieferungen Israels gegeben hat. Und wir haben zum Zweiten gelernt, dass es zukünftig wieder Lieferungen geben wird. Jetzt habe ich die Frage, ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was die Bundesaußenministerin wenige Minuten vorher hier vom Pult erklärt hatte? Ich finde schon. Ist es eine Richtlinienentscheidung des Bundeskanzlers gewesen, hier vom Saalmikro des Deutschen Bundestages aus, der sich jetzt da durchsetzt? Oder ist es in der Wirklichkeit vielleicht ganz anders, dass der Bundeskanzler bisher quer im Stall stand und die anderen das wollten? Diese Frage, finde ich, sollte der Deutsche Bundestag in den nächsten Tagen und Wochen aufklären. Denn es gibt drei Gründe, Waffen nicht zu liefern, weil man es nicht kann, weil man keine hat, weil man sie selbst braucht oder weil man nicht will. Und der Deutsche Bundestag hat ein Anrecht darauf, dass die Bundesregierung zumindest in den groben Zügen klar ihre Position deutlich macht, wenn sie Lieferungen nicht will. Zur heutigen Debatte anlässlich des traurigen Jahrestages dieses Terrorangriffs der Hamas auf Israel wäre es schön gewesen, wenn wir in diesem Haus eine gemeinsame Entschließung der demokratischen Parteien zum Antisemitismus verabschiedet hätten. Ich gebe die Hoffnung nicht aus, dass wir das in der nächsten Zeit hinbekommen. Die CDU-CSU-Fraktion ist bereit. Allerdings warten wir auf einen gemeinsamen Antrag der Ampel, wo Sie sich darauf verständigen, was da drinstehen soll. Und ich kann nur ganz ernsthaft bitten, es wäre als klares Signal an die Jüdinnen und Juden in Deutschland und in der Welt wirklich wichtig, wenn wir diesen Beschluss zustande bringen. Ich bin am vergangenen Sonntag in der Synagoge gewesen, Rosh Hashanah-Feier der Bergischen Jüdischen Kultusgemeinde. Die Stimmung ist bedrückend, und wir könnten mit einem solchen Antrag und einem solchen klaren Signal für jüdisches Leben in Deutschland ein wirklich ermutigendes Signal an die Jüdinnen und Juden in unserem Lande richten und im Übrigen auch an alle anderen Menschen, die ihren Glauben und ihr Leben in Freiheit hier leben wollen. Der dritte Punkt, den ich kurz ansprechen will. Wenn wir die antisemitischen Demonstrationen, die Anti-Israels-Demonstrationen auf Deutschlands Straßen sehen, dann wird manchmal davon gesprochen, das seien pro-palästinensische Demonstrationen. Auch manche Journalisten verwenden diesen Begriff. Ich möchte dem eindrücklich widersprechen. Diese Demonstrationen verherrlichen, glorifizieren einen Terrorkampf gegen Israel. Und dieser Terrorkampf ist die größte Bürde nicht nur für Israelis, sondern auch für alle anderen Menschen in der Region. Das, was die Hamas an Terror tut, das, was die Hezbollah an Terror tut, was die Houthis an Terror tun, ist der größte Spoiler für eine Friedenslösung in der Region. Und deswegen kann man nicht sagen, dass jemand, der jetzt gegen Israel auf die Straße geht, sich für die Interessen der Palästinenser einsetzt. Das ist Augenwäscherei, das streut Sand in die Augen der Menschen, die wirklich interessiert sind an einer guten Zukunft Israels. Und das ist im Übrigen im Libanon ja genauso. Die Libanesen, egal ob Schiiten, Sunniten, Christen, sonstiger Konfessionen oder Nichtgläubige, sie leiden alle darunter, dass diese Hezbollah diesen Krieg gegen Israel führt und Libanon eben nicht auf die Beine bekommt und der Staat eben kein Gewaltmonopol durchsetzen kann. Und das Letzte, was ich kurz ansprechen will, Kollege Bartsch von den Linken hat es interessanterweise getan, wir haben noch nicht genug darüber geredet. Hinter all diesen aggressiven Handlungen steht der Iran. Wir müssen unsere deutsche Iran-Politik verschärfen und ändern. Wir müssen stärker gegen den Iran und seine Aktivitäten in Deutschland vorgehen, wo Menschen unterdrückt werden. Wir müssen die Finanzströme, die es nach wie vor aus Deutschland Richtung Iran gibt, trockenlegen. Wir müssen im Iran das Handwerk legen, damit dieser Terror in der Region ein Ende hat. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir in den nächsten Monaten aktiv an diesem Projekt weiterarbeiten. Danke schön.
Jürgen Hart war das, der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Und der fraktionslose Johannes Huber spricht nun. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Mitbürger. In der Geopolitik geschieht nichts zufällig. Der terroristische Angriff der Hamas auf Israel war ein Geburtstagsgeschenk des Iran für Wladimir Putin, um die USA und andere NATO-Staaten von der Unterstützung der Ukraine abzulenken und in einen eurasischen Zwei-Fronten-Krieg hineinzuführen. Angesichts der Flüchtlingsströme sollte es vor allem im Interesse Europas sein, dass der Konflikt im Nahen Osten nicht weiter eskaliert, um sich eben auf die Befriedung der Ukraine zu konzentrieren. Je näher aber der Jahrestag des 7. Oktober rückte, desto mehr geriet der israelische Ministerpräsident Netanyahu vom eigenen Volk und seinen internationalen Partnern unter Druck, die UN-Resolution für einen Waffenstillstand in Gaza um und seine Befugnisse durch das Kriegsrecht auszusetzen. Ja, das geschundene Volk Israel hat jedes Recht auf seiner Seite, sich gegen einen Angriff zu verteidigen. Aber Netanyahu hat kein Recht, für seine angestrebte Einstaatenlösung unverhältnismäßig vorzugehen. Und Netanyahu hat keine formale Legitimation der UN, selbst einen Angriffskrieg zu führen. Genauso wenig wie Putin in der Ukraine oder Erdogan in Syrien. Vor der deutschen Geschichte sollte die Bundesregierung, also dem Treiben Netanyahus wie Frankreich, nicht weiter mit Waffenlieferungen Beihilfe leisten, sondern eben am Beschluss des Deutschen Bundestags weiterarbeiten, eine Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen. Ansonsten wird der Krieg nach dem Libanon auf die globale Gemengelage in Syrien übergreifen und die NATO-Staaten zulasten der Ukraine und eines erschöpften Europas weiter mit dem Iran verwickeln. Der kürzliche iranische Atomwaffentest ist zwar nicht in unserem Interesse, aber ein Weltkrieg noch weniger. Vielen Dank. Der Beitrag von Johannes Huber, der franzose Abgeordnete. Sana Abdi von der SPD ist Vorsitzende des Gesprächskreises Nahe und Mittlerer Osten der Partei. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren. Auch am Ende dieser Debatte gehört an erster Stelle das Gedenken an die Opfer. Denn am 7. Oktober 2023 geschah das Unvorstellbare. Der grausame Terrorangriff der Hamas forderte Hunderte unschuldige Menschenleben, ließ Familien in Trauer und Verzweiflung zurück und entführte Zivilisten ein beispielloses Martyrium. Dieser Angriff war nicht nur ein Akt des Terrors, sondern eine tief verwurzelte Verachtung menschlichen Lebens, der wir hier und heute mit Entschlossenheit und voller Klarheit entgegentreten. Wir verurteilen den Terror der Hamas auf das Schärfste und unser Mitgefühl geht den Opfern und Hinterbliebenen und den Menschen, die noch immer in Geiselhaft sind. Doch während wir die Brutalität dieses Angriffs verurteilen, müssen wir auch über die weitere Eskalation sprechen, die darauf folgte. Die Spirale der Gewalt, die dieser furchtbare Angriff ausgelöst hat, hat nicht nur Israel und die Palästinenser, sondern die gesamte Region in tiefe Unsicherheit gestürzt. Die darauf folgenden militärischen Reaktionen haben eine humanitäre Katastrophe auf palästinensischer Seite nach sich gezogen. Viele Opfer auf dieser Seite des Konflikts sind Zivilisten, Frauen, Kinder, unschuldige Menschen, die in diesem Konflikt zwischen zwei Fronten gefangen sind. Nach einem Jahr Gewalt und Krieg fällt es beim Blick auf Israel und den gesamten Nahen Osten schwer, die Hoffnung auf Frieden nicht zu verlieren. Fast jede israelische und palästinensische Familie hat einen Angehörigen oder Freund im Nahostkonflikt verloren. Viele, je größer die Verluste, desto größer scheint der Wunsch nach Vergeltung. Wie also können Menschen wieder miteinander leben, die einst gegeneinander Krieg geführt haben? Ich bin überzeugt, dass der Schlüssel im Dialog und der persönlichen Begegnung liegt. Versöhnung ist nur möglich, wenn wir in dem Gegner wieder einen Menschen sehen. Das sagte Suleiman Khatib, einer der Gründer der Combatants for Peace. Diese Organisation wurde von ehemaligen israelischen SoldatInnen, palästinensischen WiderstandskämpferInnen gegründet. Sie treten für den Frieden, für ein Ende der Besatzung, für Gewaltfreiheit, Gerechtigkeit und Dialog ein. Sie zeigen, dass Frieden möglich ist, weil sie ihn jeden Tag vorleben. Und um im Dialog zu bleiben, müssen aber alle unsere Partner, alle Akteure gehört werden, müssen alle Meinungen respektiert werden.
Daher müssen wir die Stimmen unserer Partner aus dem Nahen Osten, wie zuletzt Jordanien, ernst nehmen, die sich alleingelassen fühlen und zu wenig Solidarität Deutschlands empfinden, die uns schildern, wie sich das Ansehen Deutschlands in ihren Ländern verändert hat. Die Abraham-Abkommen haben gezeigt, dass friedliche Beziehungen möglich sind. Denn trotz des großen Druckes zeigen die Unterzeichnerstaaten ein unverändert starkes Interesse an Dialog und diplomatischer Zusammenarbeit. Deutschland muss diese Initiative für Frieden in der Region weiter fördern. Das gelingt uns aber nur, wenn wir von allen Partnern in der Region als glaubwürdiger Akteur akzeptiert werden. Vor einiger Zeit traf ich Jonathan Zeigen, dessen Mutter, die israelische Friedensaktivistin Vivian Silver, am 7. Oktober ermordet wurde. Jonathan Zeigen setzt sich seitdem für Frieden zwischen Israelis und PalästinenserInnen und für humanitäre Hilfe für Gaza ein. Jonathan Zeigen hätte allen Grund, unversöhnlich zu sein und die PalästinenserInnen zu hassen. Aber seine Botschaft ist nicht Hass. Seine Botschaft ist Frieden und Versöhnung. Es ist also möglich, die Spirale der Gewalt und Eskalation zu durchbrechen. Und das lässt mich hoffen. Vielen Dank. Eine Rede, die auf Hoffnung basiert. Frieden und Versöhnung ist möglich durch Sana Abdi von der SPD-Bundestagsfraktion. Und nun ein weiterer fraktionsloser Abgeordneter, Thomas Seitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Botschafter, meine Damen und Herren! Seit einem Jahr kämpft Israel gegen die Hamas mit der Folge erheblichen Leids für die palästinensische Zivilbevölkerung. Auch für jenen Teil, der den Terror am 7. Oktober nicht bejubelt hat. Aber der Ruf nach Diplomatie und Waffenstillstand ohne vorherige Freilassung aller Geiseln verkennt die Lage und blendet aus, dass die Hamas durch eine Freilassung der Geiseln jederzeit Israel einen wesentlichen Teil seiner Legitimation entziehen und so zu Verhandlungen zwingen könnte. Gerade aus Deutschland benötigt Israel keine Belehrungen. Denn wie sieht es in Berlin aus? Ministerin Paus bagatellisierte die unermessliche antisemitische Hetze des letzten Jahres durch Gleichsetzung mit angeblichen antimuslimischen Vorfällen. Rücktrittsforderungen, Fehlanzeige. Greta Thunberg posierte wieder einmal mit erklärten Israelfeinden, einer davon Salah Said, immer noch in leitender Funktion beim Finanzdienstleister Klarna. Und auch ein Jahr nach dem Überfall demonstrierten wieder tausende Israelhasser vielfach mit der Parole From the River to the Sea für die Vernichtung Israels. Die Polizei musste deeskalieren. Anders als bei Corona-Gegnern blieben Wasserwerfer und Räumpanzer in der Kaserne, wohl im Bewusstsein, dass die Staatsgewalt gegen einen migrantischen Aufruhr in Berlin machtlos wäre. Fakt ist, nach den Jahren der Massenmigration mit einem großen Anteil fanatischer Israelhasser. Und das wusste nicht nur Frau Merkel, sondern auch jeder von Ihnen von den Altparteien, ist in Deutschland niemand mehr sicher. Nie wieder war gestern, heute ist Deutschland für Juden leider in weiten Teilen sogar ein No-Go-Area. Vorwürfe gegen die Bundesregierung von Thomas Seitz, dem fraktionslosen Bundestagsabgeordneten, und Kerstin Griese ist von der SPD-Bundestagsfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zurück zum Thema. Es geht um die Menschen. Bring them home now. Das ist das, wofür in Israel zurzeit fast jeden Tag demonstriert wird. Und solange immer noch Menschen in den Tunneln der Hamas in Gaza gefangen gehalten werden, bleibt das unsere wichtigste Forderung. Wir gedenken ein Jahr nach dem Opfer des monströsen Massakers, des furchtbaren Terrorangriffs der Hamas der Opfer. Und viele von ihnen kamen aus den Kibbuzim im Süden des Landes, gerade dort, wo die Israelis lebten, die sich für Frieden und Verständigung eingesetzt haben, auch viele unserer politischen Freunde und Partner. Noch nie seit 1945 wurden so viele Jüdinnen und Juden an einem Tag ermordet. Auch arabische Israelis wurden ermordet. Die Hamas hat in ihrem antisemitischen Hass keine Unterschiede gemacht. Die Gewalt, die Vergewaltigungen, die Verschleppung der Geiseln, das alles war und ist unerträglich. Und ich erlebe bei meinen israelischen Freundinnen und Freunden, dass für sie das Grauen nicht aufgehört hat, dass für sie immer wieder der 7. Oktober ist. Und, das wird oft vergessen, direkt am nächsten Tag hat die Hisbollah aus dem Libanon den Norden Israels angegriffen. Gebiete, die unzweifelhaft israelisches Kernland sind. 70.000 Menschen sind bis heute aus den Dörfern im Norden vertrieben und konnten noch nicht zurückkehren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten nicht unterschätzen, wie traumatisiert die Menschen in Israel von diesen Ereignissen sind.
Meine israelische Freundin Judith schreibt, die Gesellschaft wurde komplett aus der Bahn geworfen. Das Gefühl der Verlassenheit ist keine Einbildung, sondern Realität. Und deshalb sage ich hier ganz klar, wir stellen uns an die Seite Israels. Die dauernden Angriffe von Hamas und Hisbollah müssen ein Ende haben. Israel ist die einzige wirkliche Demokratie im Nahen Osten, und wir unterstützen unsere Freundinnen und Freunde dabei, dass es eine Demokratie bleibt, gegen Angriffe aus dem Äußeren, auch manchmal gegen Angriffe aus dem Inneren. Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die immer noch von der Hamas als Geiseln gefangen gehalten werden, und bei ihren Angehörigen. Und wir trauern um die viel zu vielen Toten im Gazastreifen, in der Zivilbevölkerung, wo die Hamas die Zivilbevölkerung als Schutzschild missbraucht. Und das ist das Perfide. Deshalb brauchen wir auch mehr humanitäre Hilfe für Gaza, und es ist gut, dass sich die deutsche Bundesregierung auch da engagiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es darf kein Ja-Aber geben, kein Relativieren. Steffen Seibert, unser deutscher Botschafter in Israel, hat es so gut auf den Punkt gebracht. Jedes Leben eines palästinensischen Kindes ist genauso viel wert wie das Leben eines israelischen Kindes. Und deshalb wollen wir, dass es schnell einen Waffenstillstand gibt. Die Geiseln müssen befreit werden, die Waffen sollen schweigen, denn der Krieg hat schon viel zu viele zivile Opfer gefordert. Die Menschen in der Region brauchen eine friedliche Perspektive. Wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung. Und auch wenn das heute so weit entfernt scheint, müssen wir daran festhalten. Denn ein sicheres Israel, in dem die Menschen in Frieden leben, wird es nur mit einem sicheren und friedlichen und demokratischen Palästina geben. Und deshalb müssen wir auch die stärken, die sich für Frieden und Demokratie einsetzen, die Begegnungen zwischen den beiden Seiten organisieren und die zur Verständigung beitragen. Und es ist auch besonders perfide und schlimm, dass die Hamas mit diesem furchtbaren Terrorangriff auch die vielen Friedens- und Begegnungsprojekte zerstört hat und ihre Arbeit so erschwert hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein letzter Punkt, der mir wichtig ist. Infolge des 7. Oktober gibt es bei uns und weltweit eine bedrückende Welle von Antisemitismus. Und das erschüttert mich, und ich will es noch mal ganz klar sagen, wir müssen und wir werden uns jedem Antisemitismus entschieden entgegenstellen, egal aus welcher Richtung er kommt, ob von rechts, von links, ob aus der Mitte der Gesellschaft, ob von extremistisch-christlicher Seite, was übrigens die Wurzel des Antisemitismus ist, oder von islamistischer Seite. Und dazu gehört auch, dass wir diejenigen in unserem Land, die sich engagieren gegen Antisemitismus, gegen Hass und gegen Rassismus, besser unterstützen und nachhaltiger fördern. Und dazu gehört auch, dass wer sich gegen Antisemitismus engagiert, über den antimuslimischen Hass nicht schweigen darf. Und ich bin sehr dankbar, dass die Vertreter des Zentralrats der Juden, die ich dazu höre, immer wieder sagen, dass das zusammengehört. Am Sonntag bei der Rosh Hashanah-Feier in der jüdischen Synagoge Wuppertal, wo ich auch war, hat das der Vertreter des Zentralrats deutlich gemacht, und auch im interreligiösen Gottesdienst am Montag. Deshalb, unsere Priorität ist klar, und da sind wir solidarisch mit den Menschen in Israel, von denen viele jeden Tag auf die Straße gehen. Bring them home now, das fordern wir mit aller Deutlichkeit jeden Tag. Das dürfen wir nicht vergessen, denn es geht um die Menschen, die immer noch leiden. Vielen Dank. Sagt Kerstin Riese von der SPD-Bundestagsfraktion. Jetzt hat es hier oben gerade einen Wechsel in dem Vorsitz des Bundestagspräsidiums gegeben. Der letzte Redner in dieser vereinbarten Debatte kommt auch von der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Stein. Er ist auch Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 7. Oktober war ein sehr einschneidendes Ereignis. Es ist von vielen hier gesagt worden, noch nie sind so viele Jüdinnen und Juden ermordet worden. Und es waren gerade Menschen, die gefeiert haben, die in einem Kibbutz morgens in einem Feiertag ausschlafen wollten und dann brutal von der Hamas überfallen worden sind. Und ich habe selber mal ein Jahr in einem Kibbutz gelebt und kann das sehr nachvollziehen und habe die Orte auch besucht im Februar, März und habe dann gesehen, wie brutal die Menschen dort aus ihrem Alltag gerissen worden sind. Und die Anschläge waren so irreal. Es kamen welche mit Drachen drüber, es waren diese Pickup-Trucks und über Stunden kam dort keine Hilfe. Es ist ein schweres Trauma für Israel gewesen. Israel, die sich so bewaffnet haben, die gesagt haben, sie sind unverwundbar und können gegen Terror und Krieg sehr viel machen. Und gleichzeitig kamen Raketen auf Tel Aviv und das konnte die israelische Armee abwehren. Und mal die Dimension zu nennen, 1200,
bei diesen Kriegen, Krisen und so weiter sind Zahlen nichts, aber wir müssen das uns in Deutschland vorstellen. Das wäre an einem Tag 10.000 Menschen in Deutschland zu ermorden. Das ist ein schweres Trauma dort. Und fast ein ganzes Bundesland ist evakuiert worden, wenn man das mal guckt, die Menschen, die nicht zurückkommen. Und ich glaube, das ist sehr hart dort. Und Israel hat natürlich das Recht, zu gucken, die Ursache dieses Terrorismus zu bekämpfen, die Strukturen der Hamas, die brutale Kriegsstrategie der Hamas, zivile Opfer als Schutzschild dort zu begehen. Und ich habe auch mit Israelis gesprochen, die auch in den Einsätzen waren. Das sind ja vieles Menschen, die als Reservisten ganz normale Tätigkeiten ausüben und wie schwer die sich tun, tatsächlich auch dort in den Krieg zu ziehen, weil sie nicht wissen, ob hinter Menschen, hinter Kindern plötzlich Hamas-Mörder sind. Und das ist unendlich schwer. Und ich glaube, das muss man an dieser Stelle auch zuerkennen. Und ich glaube, man muss allen Opfern gedenken und wir dürfen uns es nicht leicht machen, mal eben so hier zu diskutieren über schnelle Waffenlieferungen. Oder ich tue mich auch schwer zu sagen, naja, wir haben 80% der Menschen, die in Palästina der Hamas auch angehören oder die zumindest unterstützen. Da tue ich mich auch schwer, dass eine Zwei-Staaten-Lösung mal ebenso schnell ist. Wir müssen mehr machen, wir müssen Stück für Stück für Frieden sorgen und wir müssen als Deutschland viele Dinge hinterfragen, auch gegen den Antisemitismus bei uns hier vor Ort, und tun wir das. Vielen Dank. Einen nachdenklichen Ton zum Ende dieser vereinbarten Debatte zum Jahrestag des 7. Oktober hat Matthias Stein von der SPD gesetzt. Es war eine Aussprache, eine Debatte, die unter großer Beteiligung stattgefunden hat. Sie sehen hier Außenministerin Annalena Baerbock, die in einer eindringlichen Rede nochmal daran appelliert hat, dass das Thema nicht für Parteipolitik taugt. Dennoch ist es auch in Parteipolitik abgeglitten, gerade als es um das Thema Waffenexporte Deutschlands nach Israel geht. Friedrich Merz hatte die Bundesregierung angegriffen und dann kam es zu einem Schlagabtausch und einer kurzen Intervention, auch in die sich dann Olaf Scholz eingemischt hatte. Das war eines der Themen dieser Debatte. Ansonsten war es eine große Einigkeit. Die Redner haben noch einmal das Recht Israels auf Selbstverteidigung betont, einmütig. Alle haben den Antisemitismus, antisemitische Demonstrationen und das Gefühl, das wachsende Gefühl, dass sich Juden und Jüdinnen in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Darauf haben alle hingewiesen und in unterschiedlichen Nuancen dagegen Aktionen erfordert und gefordert. Jetzt